Abend und deswegen übergebe ich freudig das Mikrofon an Friederik Brütting, noch Heubach. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie zu mir und Sie kriegen jetzt... Ihre Folien waren jetzt aber länger als 20 Sekunden. So. Können Sie mich hören? Ja, so auch. Ich halte es näher hin. Okay. Okay, dann Start und los. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Friederik Brütting, ich bin 37 Jahre alt und bewerbe mich als Oberbürgermeister der Stadt Aalen. Ich möchte Ihnen heute Abend vorstellen, wer ich bin. Ich möchte klar machen, um was es bei dieser Wahl geht und was meine Ideen für Aalen sind. Ich bin in Neresheim auf dem Herzfeld aufgewachsen. Wie Sie sehen, habe ich mich früh mit Straßenbauthemen beschäftigt, hier auf der A7 bei Ebnath vor der Eröffnung. Ich habe meine Jugend in Verein gebracht und bin bis heute im Ehrenamt stark verwurzelt. Sport ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Mittlerweile mache ich viel Judo und darf auch als Übungsleiter für meinen kleinen Sohn schon tätig sein. In Aalen habe ich Abitur gemacht, am Theodor-Heuss-Gymnasium. Aalen war für mich eine Stadt, die mich offen empfangen hat, wo junge Leute auch Verantwortung bekommen haben. Und so konnten wir ein Festival organisieren. Wenn Sie den jungen Mann im Weißen Pulli sehen, das war Crow, der war bei uns auf dem Festival, damals noch für 150 Euro. Es ist wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat und mir hilft es, dass ich Jura studiert habe. In Tübingen habe ich das erste Staatsexamen gemacht, am Landgericht in Ellwangen das zweite. Es ist wichtig, die Ermessensspielräume zu kennen, wenn man in der Kommunalpolitik gestalten will. Es geht auch um Kompetenz und Verwaltungserfahrung bei dieser Wahl. Als Bürgermeister in Heubach, wo ich seit 10 Jahren im Amt bin, habe ich natürlich die ganzen Klassiker der Kommunalpolitik erlebt. Wir haben viele Fassanstiche gemacht, ich habe viele nette Menschen kennengelernt, aber es geht natürlich auch um Verwaltung und bei uns unter anderem auch um die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, die eine Musikschule betreibt für rund 1000 Schülerinnen und Schüler. In der Kommunalpolitik kann man aber auch mit Mut für Neues viel gestalten. Wir haben unter anderem ein Musikfestival Wasser mit Geschmack ins Leben gerufen. Wir haben eine Mountainbike-Szene etabliert, die im Einklang mit Natur und Wandern gut funktioniert. Wir haben eine Pflegekonzeption umgesetzt und damit unsere Pflegeplätze verdoppelt. Und ich habe ein modernes Familienbild vorgelebt. Deswegen weiß ich auch, wie wichtig gute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ist. Ich bin verheiratet, meine Frau ist Lehrerin am Ernst-Abbe-Gymnasium, wir haben 2014 geheiratet, 2015 ist unser Sohn Ilias auf die Welt gekommen und mir ist es sehr wichtig, in der Kommunalpolitik gute Rahmenbedingungen für Bildung und Betreuung zu organisieren. In der Verwaltung haben wir große Managementaufgaben, es geht um viel Geld, um viele Beschäftigte in Aalen, über 1000 Kolleginnen und Kollegen und bei dieser Oberbürgermeisterwahl geht es darum, wie Aalen zukünftig organisiert wird, wer die Verwaltung leitet und ich weiß, dass es auch darauf ankommt, Bürgerinnen und Bürger gut zu beteiligen. Ein Dialog auf Augenhöhe ist mir sehr, sehr wichtig. Ich kann das nicht nur in der Theorie sagen, sondern ich habe das jetzt 10 Jahre als Bürgermeister in Heubach gelebt und ich weiß auch, dass Orte der Konfliktlösung sein müssen. Wir dürfen nicht nur Konflikte pflegen, sondern sie auch zu einem guten Ergebnis führen. Jetzt zu Ihrer Entspannung und als Dank für Ihre Aufmerksamkeit ein Katzenbild. Das ist entstanden bei einem Besuch im Dreherhof. Ich weiß, dass man an einem Vortrag auch mal einen Punkt machen muss, wo man kurz durchschnaufen kann. Ich habe Ihnen jetzt vorgestellt, wer ich bin und welche Kompetenzen ich mitbringe. Ich möchte Ihnen jetzt sagen, welche Ideen ich in Aalen auch einbringen kann. Grundsätzlich geht es mir sehr darum, die Geschichte in unserer Gegend wertzuschätzen. Nur wer weiß, wo wir herkommen, kann auch die Zukunft gestalten. Darüber hinaus ist es mir auch sehr wichtig, eine große Wertschätzung für unsere schöne Landschaft zu haben und diese Umwelt- und Klimaschutzthemen werden in Zukunft in der Kommunalpolitik viel wichtiger werden. Aalen ist eine Stadt, die groß ist, die viel Fläche hat und auch viele kleine dezentrale Strukturen. Ich finde, es ist eine Stärke von Aalen, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man diesen Zusammenhalt immer wieder organisieren muss und ich will Teilorte fördern und stärken, damit wir in der Stadt insgesamt gut zusammenarbeiten können. Aalen war für mich ein Ort, wo ich als Jugendlicher mich ausleben konnte und ich möchte auch jungen Menschen
beteiligen und ihnen diese Freiräume organisieren. Sie haben in der Corona-Pandemie viel zurückstecken müssen. Mein Wunsch ist es, dass wir Jugendlichen in Aalen Freiräume, Orte und Plätze organisieren, wo sie sein können und auch Sport treiben können. Ein neuer Zugang für Kommunalpolitik, auch für junge Menschen, sind digitale Medien. Ich mache nicht erst seit dem Wahlkampf viel auf Instagram und Facebook. Mir ist es wichtig, die Digitalisierung auszubauen in der Verwaltung, aber natürlich auch bei der Internetversorgung und in unseren Schulen. Die Innenstadt ist das Schaufenster unserer Stadt. Wenn es hier schön und gepflegt ist, bekommen die Besucherinnen und Besucher und die Bürgerinnen und Bürger einen guten Eindruck von der Gesamtstadt. Dazu gehört es auch, dass es sauber ist, dass wir keine Leerstände haben und dass wir auch Raum für neue Ideen in unserer Innenstadt organisieren. Dazu möchte ich beitragen. Ich möchte auch unsere Wirtschaft fördern. Natürlich ist Aalen auch Hightech mit Gründerzentrum und Hochschule, aber die Basis unserer Wirtschaft ist insbesondere hier auf der Ostalb die Produktion, das Handwerk und die Landwirtschaft. Und sie stellen gute Arbeitsplätze zur Verfügung und deswegen möchte ich gerade diese Unternehmen gut fördern. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen aber auch guten Wohnraum. Und in Aalen sind leider die Mietpreise in den letzten 5 Jahren um 43% gestiegen. Das ist für viele eine große Belastung und für manche sogar existenzbedrohend. Deswegen müssen wir mehr sozialen Wohnungsbau wagen, wir müssen mehr Leerstände aktivieren und viel dafür tun, dass auch die Mietnebenkosten günstiger werden. Ich bin Vorstand von der Energiegenossenschaft. Wir schaffen es, mit unseren Photovoltaikanlagen eine günstige Stromversorgung zu organisieren und mit einer klugen Nahwärmeversorgung auch den Energieverbrauch von den CO2-Emissionen zu entkoppeln und damit Kosten zu sparen, insbesondere bei einer steigenden CO2-Besteuerung. Über allem steht aber der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt. Dafür ist es wichtig, dass man im Gespräch ist, dass man auch sozialen Zusammenhalt organisiert, dass man für gute Beziehungen in der Stadt sorgt, für gute Nachbarschaften. Das ist keine einfache Aufgabe, da muss man sich massiv dafür einsetzen und das wird die Hauptaufgabe des neuen Oberbürgermeisters sein. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme bei der Wahl am 4. Juli. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam diese Stadt voranbringen und gestalten. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Brütting. Präzise, kurz und knapp, würde ich sagen. Ne? Dein Ton nicht, geht mal wieder nicht. Das ist halt auch so. Eigentlich aber ganz gut, wenn man den Thomas Reile nicht immer so oft hört, ne? Finde ich. Ich sage jetzt auch vielen Dank, jetzt geht's wieder. Ja? Das waren jetzt ganz kurze, knackige Folien, hat wunderbar geklappt. Also schön, ne? Sie können öfters kommen, Herr Brütting, in die nächste Veranstaltung am 23. Juli. Doch, wir würden Sie als Dauerreferent gerne einstellen. Okay, und jetzt geht's weiter. Genau. Der nächste ist der Herr Weidmann auf der Liste. Herr Weidmann, sind Sie, Sie haben auch einen Bobbel in der Hand? Okay. Ja. So. Es ist in der heutigen Zeit schwieriger, so eine Veranstaltung zu organisieren. Ja, behalte sie doch. Man muss auf alles vorbereitet sein. Aber wir haben ja auch Geduld, weil die Vorträge sind ja kurz. Man hört mich. Ja. Ziemlich nah ran, hat es vorhin geheißen. Ja, okay. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten, sind Sie bereit, Herr Weidmann? Ja, wir können. Dann starten wir jetzt. Okay. Ich bin Markus Weidmann, ich bin 54 Jahre alt und habe 3 erwachsene Kinder und wie man hier unschwer erkennen kann, sind es die reichsten der Tage. Da sind meine Kinder natürlich jetzt scharf drauf, dass die dieses Jahr auch stattfinden. Ich habe mich dafür auch schon eingesetzt beim Gemeinderat, nur im Moment noch mit sehr wenig Erfolg, aber ich hoffe, man kann nur überzeugen. Hier sieht man mich im Gespräch mit einer Bürgerin, die hat wirklich sehr gut ihre Ängste und Nöte zusammengefasst, deswegen habe ich das Bild doch nicht genommen. Also die Dame arbeitet in der Innenstadt, war in der Kurzarbeit, die Umsätze sind immer da. Der Chef kommt wohl so langsam, aber sicher ins Schwimmen. Sie hat sich eine Eigentumswohnung gekauft, geht Probleme halt. Ein schönes Bild von unserer Innenstadt. Man kann sehr gut die Dachbegrünung erkennen. Nur leider kriegt man da davor in der Fußgängerzone nichts mit, weil wir sie nicht sehen.
Und wie wir sehen können, ins Stadtinnere hinein nimmt das Grün einfach ab. Und da bin ich der Meinung, da haben wir noch deutlich Luft nach oben. Bürgerentscheide sind mir sehr wichtig. Ich habe 6 Jahre in der Schweiz gelebt. Bürgerentscheide sind eine klasse Sache. Es ist eine klasse Institution. Wir sollten das eigentlich schon längst haben. Es ist seit 2015 gesetzlich verankert. Ich finde, die müssen mehr. Das ist einfach Teil einer modernen Demokratie in meinen Augen. Die Mitentscheidung bei Großprojekten ist auch sehr wichtig. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn das in den 70er Jahren der Fall gewesen wäre, dass wir dann dieses Rathaus, wie wir es jetzt haben, nicht bekommen hätten. Die Bürger hätten sich dagegen gewehrt. Wir haben etliche Großprojekte am Laufen, ist wichtig. Kostenloses Parken ist mir auch wichtig. Wir wollen die Innenstadt beleben, wir wollen den Handel stärken. Dafür muss nicht nur Frequenz her, sondern es muss auch eine gewisse Verweildauer her, damit die Leute auch die Lage haben, in der Lage sind, was zu verkaufen. Und damit man vielleicht nur eine Tasse Kaffee trinkt nach dem Einkaufen. Also die Zeit muss einfach da sein. Wir brauchen auch mehr öffentliche Parkraum, ist sehr wichtig. Wir haben in der Innenstadt sehr viel Wohnungsleerstände. Und ich bin der Auffassung, dass diese Wohnungsleerstände nur dann beseitigt werden können, wenn wir entsprechend Parkraum dazu anbieten können. Niemand oder nicht jeder, der in der Innenstadt wohnt, arbeitet da dort. Der braucht ein Auto, um ins Geschäft zu kommen. Deswegen ist das wichtig. Bei den Baubeschlüssen muss ich sagen, dass immer mehr eine Gängelung eintritt. Also wenn du da hinziehen willst, dann musst du dich vernetzen und musst das auch die und die Auflage haben. Wer das haben will, ist in Ordnung, aber es gibt ja auch Leute, die wollen ihre Privatsphäre haben. Die wollen nach Hause kommen, die Tür zuschmeißen und gut ist. Bezahlbarer Wohnraum ist auch so eine Sache. Wir haben lange Wartelisten, der muss dringend her. Wir müssen im sozialen Wohnbau sehr viel tun. Da ist einfach zu viel verschlafen worden und das ist nicht nur der jetzige OB oder der Vorgänger. Da wird schon seit langem gepennt. Der Herr Brütting hat schon erwähnt, die Mieten sind gestiegen. Das ist wirklich enorm, da muss man dringend was tun. Gewerbeflächen sind auch so ein Thema. Also wir müssen verhindern, dass Abwanderungen stattfinden. Wir brauchen jetzt unsere Gewerbesteuerzahler, dringender denn je. Und deswegen sollte man da großzügig sein, wenn die sich ausdehnen wollen, wenn die expandieren wollen, wenn die irgendwas Neues machen wollen und sie nicht ausbremsen. Erfolg darf nicht behindert oder verhindert werden. Das dient auch dazu, unsere Arbeitsplätze zu sichern. Wir alle wollen ein selbstbestimmtes, finanziell unabhängiges Leben führen. Und da gehört ein sicherer Arbeitsplatz einfach mit dazu. Wenn da Unsicherheiten auftreten, funktioniert einfach gar nichts. Keine Finanzierung oder sonst irgendwas. Es ist auch wichtig für die Ausbildung unserer Kinder. Die Industrie braucht einen verlässlichen Partner in der Verwaltung. Verlässliche Rahmenbedingungen und sie darf nicht ständig mit irgendwelchen neuen Forderungen überschüttet werden. Wenn wir das tun, wird auch die abwandern. Ich bin mir sicher, dass die Industrie, die Macher der Industrie, keine bösen Menschen sind. Innenstadt und Einzelhandel, habe ich schon erwähnt, bei der Belebung ist es wichtig. Wir setzen momentan eigentlich zu sehr auf saisonale Aktionen. Ahlensee blüht, Advent und so weiter. Wir sollten vielleicht aber was dauerhaft installieren und die Innenstadt entsprechend aufwerten. Die Teilorte sind wichtig, die sind auch klasse. Waldhausen zum Beispiel baut in Eigenleistung einen Pumptrack. Die Bürger packen mit an, bringen ihre Arbeitsleistung ein, bringen Geräte mit, Baugeräte, mit der sie das Ding dann stemmen. Die Teilorte sind einfach klasse. Die haben sehr viel Eigeninitiative und Improvisationskunst und deswegen dezentrale Strukturen ausbauen. Und vielleicht haben wir ein paar Kompetenzen abtreten. Die machen die Sache nämlich echt gut. Und das würde auch die Stadtverwaltung entsprechend entlasten, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wahrscheinlich auch zu Kosteneinsparungen führen, wenn wir den Teilorten mehr Kompetenzen zugestehen. Deswegen dezentrale Strukturen. Unsere Vereine haben wir jetzt über die Pandemie wirklich schwer vermisst, vor allen Dingen die Aktivität und das Vereinsleben. Ich finde, wir sollten denen jetzt ein Schmankerl geben, damit die sofort wieder aktiv werden können und entsprechend ihre Aktionen umsetzen können. So, dass wieder Leben in der Stadt herrscht und so, dass wieder was los ist. Ganz besonders der Jugendsport. Das ist wirklich eine schlimme Sache. Die haben die Forderungen vom Jugendsport zu Zeiten der Finanzkrise reduziert und eingefroren. Und seitdem nicht mehr erhöht. Da sollte man dringend was machen, damit die Jungs und Mädels mal wieder auf Wettkämpfe gehen können und vielleicht auch Wettkämpfe, die ein bisschen weiter weg sind und interessantere Gegner haben. Digitalisierung, die Mängel haben wir auch gemerkt. Also wir sind in der Schule
schon ewig hinterher. Die Schweiz war da viel, viel schneller, dank der Bürgerentscheide. Und es hat sich herausgestellt, dass wir nicht nur in der Schule selber die digitalen Strukturen brauchen, sondern dass auch zu Hause bei den Kindern entsprechende Anschlüsse da sein müssen. Bürokratieabbau, ja, das muss einfach immer sein. Man muss die Sache, das Leben einfach einfacher machen. Wenn es einfacher ist, funktioniert es besser und es macht, da sind wir uns wohl alle einig, auch mehr Spaß. Deswegen sollte man da dringend was tun. Es würde auch mit Sicherheit einiges an Kosten einsparen. Die Verwaltungskosten sind enorm explodiert. Ja, und jetzt sind wir beim Schluss. Zukunft in einem lebenswerten Aalen. Bei allen Aufgaben, die anstehen, bin ich der Meinung, das Leben muss und sollte auch weiterhin Spaß machen. Denn nur dann ist es wirklich lebenswert. Und dafür ist es notwendig, dass wir nicht alles dogmatisch und programmatisch sehen, sondern in erster Linie mit unserem gesunden Menschenverstand an die Sache herangehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, zu langsam. Halt, ich habe wieder was vergessen, wie immer, bin ein bisschen schüsselig, die Aufregung. Ein Brüting sicher geht auch noch eine. Eine Tasche. Ich bringe sie mir ein Brüting. Ja. So. Mit uns im Logo. Herzlichen Dank. Und der Herr Weidmann. Und dem Stadtwappen natürlich. Ja. Dankeschön. Ein internationales Logo, mit dem kennt ihr jetzt auf der ganzen Welt, war zu erkennen, dass ihr aus Arne kommt. Hauptstadt. Ja, ciao, gut, ciao. Vielen Dank, Herr Weidmann. Danke sehr. So. Und es geht sofort weiter mit dem Herrn Matthias Müller. Herr Müller, dürfen wir Sie auf die Bühne bitten? Sie haben Ihren Bobbel in der Hand. Sie können sich direkt anmontieren. Ja, das waren jetzt 20 Argumente, also auf den Punkt gebracht, ne? Ganz schnell. Und jetzt die nächsten 20 vom Herrn Müller. Das Gute ist, ich habe die Vorträge ja schon alle gesehen im Vorfeld. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Aber halt, das war zu schnell. Das war jetzt unfair. Das gilt nicht. Und jetzt sind Sie bereit, Herr Müller? Okay. So, guten Tag, liebe Gäste, guten Tag, liebe Veranstalter. Mein Name ist Müller Matthias, bin 53 Jahre alt. Ich möchte heute mal das Format nutzen, um mich einfach, dass ihr mich einfach mal kennenlernt, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt und dass ihr ein Bild von mir habt. Ich bin in Aalener, bin in Aalen geboren und habe hier auch die Schule besucht. Erst die Grundschule im Graulishof, dann die weiterführende Schule auf dem Galgenberg. Und dann bin ich weiter zur Schule gegangen, auf die Meisterschule nach Göppingen. Ja, ist für mich ungewohnt, vor so vielen Leuten zu reden. Und dann bin ich nach Kiel und habe hier den Motorentechniker für Schiffsdieselmotoren gemacht. Gelernt habe ich bei der Firma Ostertag. Eigentlich wollte ich Autolackierer werden, aber Papa sagte, nein Junge, du musst einen Metallberuf lernen, du lernst beim Ostertag, der hat er auch gelernt und war als Lackierer tätig. Also blieb mir nichts anderes übrig, wieder hinzugehen und gut war und habe den Beruf ausgeübt als Stahlbauschlosser. In Aalen war ich in viele Vereine. Ich war beim CVJM 10 Jahre, parallel dazu war ich Ministrant, war dann Ausbilder beim VDH Aalen für Schutzhundesport. Im Karate, heute mache ich noch Fitness und was habe ich denn noch alles gemacht? Ich habe viel gemacht. Ja, auf jeden Fall nach der Lehre bin ich zur Marine gegangen und mit meiner Ausbildung wurde ich dann als Motorentechniker eingesetzt auf dem Unterseeboot U23. Und damals war das Feindbild anders, da war Russland und die DDR unser Feindbild. Da sind wir dann in das skandinavische Länder rumgefahren. War eine tolle Sache, hat mich auch geprägt. Nach meiner Marinezeit bin ich zur Firma Carl Zeiss. Durch meine Ausbildung auch war ich normal als Pförtner angefangen, habe mich aber schnell hochgearbeitet zum Werkschutzleiter in Aalen Oberkochen und führte da um die 30 Mann und war verantwortlich für die Sicherheit im Werkschutz. Ja. Die Marine, ging leider meine erste Ehe ja, zunichte, sage ich mal. Die Liebe und das Meer passt wirklich nicht zusammen. Hatte aber nochmal das Glück, eine tolle Frau zu finden mit 3 Kindern. Und heute sind wir eine große Patchwork-Familie, die auch funktioniert und die mir Kraft gibt und voll hinter mir steht. Aus diesem Grund, die Marine hat mir ein bisschen durcheinander gebracht,
wollte ich bodenständig werden, bin ich auch bodenständig geworden und wollte irgendwas machen. Ich habe wieder die Bindung zu Aalen gefunden und denke, Mensch, Matthias, du musst irgendwas für Aalen machen. Aber ich wusste nicht was. Gehst du in den Gemeinderat oder machst irgendwas? Ich wusste es nicht. Ich stand da und am anderen Tag lasse ich eine Stellenausschreibung von der Stadt Aalen, der Gemeindevollzugsdienst. Denke, Mensch, das könnte was sein. Habe das mal angeschaut im Internet, was die machen. Und in der Tat, Tatsache, da kannst du dem Bürger helfen. In Aalen kannst du da irgendwie nützlich sein. Und habe mich drauf beworben und habe mich durch 56 Konkurrenten durchgesetzt. Ich habe mit Tilo Rentschler am selben Tag, am 1.10.2013, dann angefangen und habe den mit den Kollegen und mit meinen Vorgesetzten den GVD, wie er heute dasteht, verändert. Früher war der ganz anders, wir haben mehr Befugnisse bekommen. Und da habe ich schon gemerkt, dass wir Menschen helfen können. Die Leidenschaft bei mir ist einfach das, ich bin nicht derjenige, wo hier Strafzettel oder was verteilt oder sanktioniert oder jetzt auch mit der Corona-Maßnahmen. Nein, ich habe immer Lösungen gefunden, die ich auch meine Vorgesetzten rangebracht hatte und da haben wir dann immer einen Weg gefunden und das war in Ordnung so. Aber irgendwo da in meinem Job im Rahmen der Möglichkeit sind Grenzen gesetzt. Ich will mehr machen. Ich will mehr machen und weiß wieder nicht was. Ja, ich will mehr machen, mehr helfen, will mir mehr einbringen in unsere Stadt. Und dann stand ich da, meine Kollegen konnten schon nicht mehr her und ich sage, hey Matthias, das kann doch nicht alles gewesen sein. Du bist jetzt 54 Jahre, willst du mit diesem Beruf in die Rente gehen? Ich dachte, nein. Ja, und dann kam die Stellenausschreibung zum Oberbürgermeister und ich dachte, jo, da kannst du nochmal richtig was in die Hand nehmen. Ich habe mir eine Agenda aufgebaut und habe mich dann beworben. Jetzt habe ich den Faden verloren. ich habe mich beworben und habe mir eine Agenda aufgebaut. Jetzt müssen wir warten, bis das Bild umschaltet. Jetzt habe ich es verbockt. Auf jeden Fall, das ist meine Agenda, die natürlich jetzt durchzugehen, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe mir mal vier Punkte, wo mir wirklich nahe liegen, habe ich mir mal rausgesucht. Und die liegen mir auch jetzt momentan sehr am Herzen. Mir liegen alle am Herzen, wirklich alle. Aber man muss eins nach dem anderen machen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch die Belebung der Innenstadt. Für die Innenstadt, der ACA macht gute Arbeit, er macht wirklich gute Arbeit, aber ich habe tolle Ideen, wo ich vorbringe mit Künstler, Handwerkerausstellungen in der Innenstadt. Das muss dauerhaft sein. Man muss die Nutzungsänderung ändern von der Stadt Aalen und damit die Leute in die Stadt kommen und für jeden Alter was dabei ist. Auch für die Jugend muss mehr getan werden. Ich habe Umfragen gemacht für die Jugend, wie sie sich fühlen in der Stadt Aalen. Die sagen, wir gehören einfach da nicht dazu, wir fühlen uns da nicht wohl. Also müssen wir Plätze schaffen für die Jugend, wo sie sich wohlfühlen und ja, wo sie sich ausleben können, wo sie sich messen können. Das ist sehr wichtig. Die Vereine sind natürlich, ja, oberstes Gebot. Ich habe ja auch schon mit dem Schwimmverein geredet und mit dem Hundesportverein. Denen fehlt einfach ein Vereinsheim. Und da kann man fusionieren. Wieso legt man Vereine nicht zusammen? Das ist so meine Idee und da gibt es noch viel, viel mehr Ideen. Und die Leute, die wollen ja auch. Die wollen. Und dann müssen wir Hand anlegen, dann müssen wir was machen. Man muss es nur in die Hand nehmen. So, Sicherheit ist bei mir ganz groß geschrieben, ganz klar. So bin ich aufgewachsen. Ich würde gerne die Polizei und der GVD natürlich erhöhen, um ein sicheres Stadtbild zu geben. Dass jeder von uns da zu jeder Zeit gemütlich flanieren kann, dass unsere Kinder sich frei bewegen können, keine Angst haben müssen. Meine Aussicht natürlich als OB ist es, dass ich die Verwaltung mit Augenhöhe treffe, dass ich den Gemeinderat mit Augenhöhe treffe und dass wir zusammen als Team dann unsere Aalenerinnen und Aalener auf Augenhöhe treffen. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn man mal kurz den Faden verliert. Das ist fast immer normal bei solchen Veranstaltungen. Ach, das ist jedem. Authentisch ist das neue Perfekt, habe ich mir mal gelernt. Und du hast jetzt kein Mikro, das ist sehr authentisch. Doch, ich habe jetzt ein gar Mikro, nicht. Lieber Thomas. Ja, und jetzt gehen wir aber auch gleich weiter zum Herrn Schmidt.
und hören den nächsten Kandidaten an. Ah, der Herr Schmidt hat einen grünen Bobbel. Ja. Yes. Die Hoffnung. Sie haben jetzt eigentlich schon gesehen, wie es abläuft und sind jetzt eine coole Socke, können das Ganze einfach runterreißen. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn Sie bereit sind, sagen Sie es. Okay. Ja, guten Abend. Das ist mein neuer Arbeitsplatz. Mein Name ist Stefan Schmidt. Ich bin 55 Jahre alt, seit 27 Jahren glücklich verheiratet und wir haben eine 21-jährige Tochter. Wir sind seit über 30 Jahren in der Gastronomie selbstständig und betreiben das Restaurant Seehof am Leinigsee. Ich trete mit der Partei Die Basis in Aalen an und wir stehen vor Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Die Basis ist eine Mitmachpartei, in der sich jeder Einzelne einbringen und die Politik mitbestimmen kann. Wir leben echte Demokratie. Grundrechte, die einem von der Politik genommen und gegeben werden können, sind keine echten Grundrechte. Wir werden seit 15 Monaten in unseren Grundrechten beschnitten, die erhebliche Auswirkungen auf unser Privatleben und unsere Wirtschaft haben. Es darf keine Sonderrechte für Ungeimpfte geben. Wenn wir weiter der Corona-Ideologie folgen, wird eine riesige Insolvenzwelle die Folge sein. Viele Aalener Bürger werden davon betroffen sein und ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Steuereinnahmen der Stadt werden dramatisch sinken, die Schuldenlast wird weiter steigen. Ein Beispielbild, wie es in der Zukunft in der Aalener City aussehen wird. Mindestens 25% der Geschäfte werden den Wandel im Zuge der Corona-Pandemie nicht überleben. Leerstände werden die Folge sein, die nicht wieder zu verpachten sein werden. Es sei denn, die Leerflächen werden auf Dauer durch Corona-Testcenter belegt. Herzlich willkommen in der neuen Normalität. Gesunde Menschen müssen doch einen Test nachweisen, dass sie gesund sind. Das ist absurd. Die Sprache ändert sich. Gesunde werden heute als symptomlos Erkrankte bezeichnet. Solche Bilder wird es nicht mehr geben. Geselligkeit, Nähe und persönlicher Austausch sind in der NWO nicht mehr erwünscht. Man möchte lieber alle Veranstaltungen online abhalten, jeder von zu Hause aus, alleine und zu Tode geschützt. Die Reichstädter Tage wurden zum zweiten Mal und sicherlich nicht zum letzten Mal abgesagt. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Wir quälen unsere Kinder mit Masken stundenlang im Unterricht. Im Arbeitsschutz ist genau geregelt, wie lange man eine Maske tragen darf. Dies spielt in der Schule aber gar keine Rolle. Die Verantwortlichen versündigen sich durch ihre sinnlosen Maßnahmen an einer ganzen Generation. Aerosolexperte Scheuch zu Masken und Infektionsschutz. Wissenschaftlich macht es überhaupt keinen Sinn, Masken im Freien zu tragen. Der Mann ist sicherlich ein Verschwörungstheoretiker. Wir wissen ja vom RKI-Chef Wieler, dass die offiziellen Verlautbarungen nie hinterfragt werden dürfen. Das sind die nächsten Betroffenen der Corona-Maßnahmen. Wir isolieren unsere Senioren in Alten- und Pflegeheimen, die dort einsam ohne Besuch der Angehörigen vor sich hin vegetieren und ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Auch unsere Senioren schützen wir zu Tode. Apropos geschützt, der Heubacher Bürgermeister besuchte im Januar diesen Jahres medienwirksam ein Kronjuwelen-Hochzeitspaar. Ohne Abstand, nur er trägt eine Maske, leider eine mit Auslassventil, die nur ihn schützt. Oder, Herr Brüding? Desinfektionsspender, ein Sinnbild für vorauseilenden Gehorsam. Bis heute in der Corona-Verordnung ein Desinfektionsspender keine Pflicht. Trotzdem stellt jeder seinen Kunden den Spender bereit. Ein Konjunkturprogramm für die Hersteller und die Hautärzte. Ein weiterer Irrweg unserer Politik, E-Mobilität. Ein brennendes E-Auto ist nur sehr schwer zu löschen. Stellen Sie sich das Szenario einer Massenkarambolage mit E-Autos auf der Autobahn vor. Von der miserablen Umweltbilanz will ich gar nicht erst anfangen. Ich werde also B diesen Weg nicht unterstützen. Die große Feinstaublüge. Im ersten Lockdown war in Stuttgart so gut wie kein Verkehr. Trotzdem blieb die Feinstaubbelastung unverändert.
Die Dieseltechnologie wird von der Politik bewusst zerstört und die Besitzer von Dieselfahrzeugen faktisch zwangsenteignet, obwohl man vor ein paar Jahren noch alle ermuntert hat, welche zu kaufen. Der Anteil von CO2 in der Erdatmosphäre beträgt 0,038%. Nur 3% davon sind von Menschen beeinflusst. Der deutsche Anteil davon sind 0,00002%. Dafür wird die Wirtschaft an die Wand gefahren. Auch beim CO2 werden die Zahlen nicht in die richtige Relation gesetzt. Der Stadtoval, ein Reizthema in Aalen. Völlig überteuerter Wohnraum, ein Prestigeobjekt des scheinenden OBs Rentschler. Dennoch geplante Steg als Anbindung an die Innenstadt. Ich setze mich dafür ein, dass die Bevölkerung über dieses Bauprojekt basisdemokratisch mit ins Boot geholt wird. Auch Smart City Aalen sehe ich sehr kritisch. Bei der digitalen Transformation geht es in erster Linie um Lenkung und Überwachung der Bevölkerung. Informieren Sie sich genau über die Smart City Charta. Lesen Sie das Kleingedruckte auf der offiziellen Seite des Innenministeriums, bmi.bund.de. Ja, was bringt die Zukunft für Aalen? Im November kommt der 4. Lockdown. Zu Ostern haben wir dann den 5. Und ich garantiere Ihnen, wenn die Corona-Lockdowns beendet sind, kommen die Klima-Lockdowns. Auch die sind schon angekündigt worden. Verschwörungstheorien sind Aussagen für die Zukunft, die in der Regel auch eintreten oder sich bewahrheiten. Ich bin niemand, der Ihnen Honig um den Mund schmiert. Ein indianisches Sprichwort besagt, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir am 4. Juli Ihre Stimme geben würden. Auch wenn ich im Gegensatz zu meinen Mitbewerbern nicht das Blaue vom Himmel verspreche. Ich werde mich dafür einsetzen, dass in Aalen wieder ein normales Leben möglich ist. Als Selbstständiger weiß ich auch, dass man nicht mehr Geld ausgeben kann, wie man eingenommen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Jo, lass uns nach einem Pferd suchen. Oh, entschuldigen Sie. Was hast du gerade gesagt? Lass uns nach einem Pferd suchen. Sehr gerne. Ja. Passen Sie gut drauf auf. So, freuen wir uns auf Frau Rommel. Ich häng den im Ding drin. Frau Rommel, sind Sie soweit? Klappt das mit dem Ding? Nee? Wollen Sie lieber das hier? Nee, ich probiere das jetzt mal. Ich bin Anga. Sie sind an? Ich bin an. Ich bin on. Ich stecke das jetzt mal da rein. Genau. Okay. Ja, okay. Haben wir alles? Also ich hoffe, ich verliere jetzt mein Drahtgestell nicht vom Kopf runter, damit ich die guten Wellen hier empfangen kann. Okay. Sind Sie bereit, Frau? Jawohl. Ich darf das noch zur Seite machen. Ja, alles auf die Seite. Irgendwie noch hier den Abgang planen. Okay, und los. Alles klar. Vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 4. Juli bestimmen Sie, wer die nächsten 8 Jahre Ihre neue Oberbürgermeisterin Aalen sein wird. Ich bin Katharine Rommel und ich bewerbe mich für dieses verantwortungsvolle Amt. Jetzt sehe ich auch, das läuft ab. Okay, gut. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich will stärken, was uns zusammenhält. Und gerade in Corona haben wir gezeigt, wie wichtig das menschliche Miteinander ist. Das heißt, mir ist sehr wichtig, dass wir die Menschen wieder in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft zusammenbringen können. Das Miteinander in diesem Jahrzehnt ist mir sehr wichtig. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen als Tochter von Lilo und Manfred Rommel und habe sehr früh gute Kommunalpolitik und einen guten Oberbürgermeister erleben dürfen. Zuhören, zuhören, zuhören war das, was mein Vater gemacht hat, und Kommunikation auf Augenhöhe. Meine Familie ist mein Fundament, das heißt, meine Kinder sind mir unheimlich wichtig. Meine Tochter Sarah und mein Sohn Lennart unterstützen mich. Und als ich überlegt habe, hier in Aalen zu kandidieren, haben sie zu mir gesagt, Mama, machen. Ich weiß selber als Mutter, wie schwierig es ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.
Deshalb brauchen wir nicht nur eine verlässliche Kinderbetreuung im Kindergarten und in der Grundschule, sondern bitte auch bis in die Klasse 7. Und nur wer seine Kinder gut behütet, weiß, in einer guten Organisation kann sich auch entsprechend auf den Beruf stürzen. Ich habe nach dem Abitur eine Banklehre gemacht, war dann an den Universitäten Freiburg und Mannheim, habe dort Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre studiert, hier ein Bild vom schönen Mannheim, und habe abgeschlossen mit der Diplomkauffrau. In über 20 Berufsjahren habe ich als Unternehmens- und Kommunalberaterin und auch als Marketingleiterin das nötige Rüstzeug für die Oberbürgermeisterin erworben. Mir sind besonders die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter wichtig und vor allem eine gesunde, gute Führung im Rathaus. Das liegt mir am Herzen. Aber auch die Wirtschaft. Aalen hat eine sehr lange Industrietradition und ist heute das wirtschaftliche Zentrum unserer Region. Dank unserer Industrie, unserer Handwerksbetriebe, unseres Mittelstandes. Ich will stärken, was unsere Arbeitsplätze sichert und für unseren Wohlstand sorgen. Hier in Aalen brauchen wir beste Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen. Die Hochschule Aalen, das Innovationszentrum, wo ich hier sitzen darf, und die beruflichen Schulen bilden gute Fachkräfte für die Zukunft aus. Aber auch, es gibt schon sehr viele tolle Start-ups, Innovationen und Forschergeist herrschen hier, gerade an der Hochschule in Aalen. Deswegen müssen wir der Hochschule weiterhin Raum geben. Meine Mutter hat als junge Lehrerin hier in Aalen angefangen, am Schubert-Gymnasium. Wir müssen unsere Schulen digital fit machen. Ich habe schon mal einen Medienentwicklungsplan geschrieben. Analog funktionierende Toiletten sind auch ganz toll. Wir brauchen auch ein Nachhilfekonzept, um die Lernlücken zu schließen, vielleicht in Kooperation mit unserer Volkshochschule. Ich habe aber auch mitgeholfen, meine Großmutter und meinen Vater zu pflegen. Ich weiß, wie saumäßig anstrengend das ist für eine Familie. Ich möchte mich auch um die Menschen kümmern, die für uns sorgen. Deshalb möchte ich die Ehrenamtskarte des Landes auch für unsere Pflegekräfte einführen. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen analog zum Kinderbedarfsplan auch einen Pflegebedarfsplan, damit wir rechtzeitig die notwendigen Kapazitäten aufbauen können. Das heißt, wir müssen auch die Nachbarschaftshilfe und die mobilen Pflegekräfte stärken. Und das muss nicht nur in der Kernstadt, nein, das muss auch in den Teilorten geschehen, in den Stadtquartieren. Ich habe bei meiner Zuhörtour durch die Teilorte gemerkt, wie sehr die Menschen in den Teilorten auch verwurzelt sind, wie gern sie dort leben und wie wichtig es ihnen ist, im Alter auch dort weiter leben zu können. Vielleicht nicht im eigenen Haus, aber in entsprechend gebauten, seniorengerechten Wohnungen. Deshalb brauchen wir nicht nur eine lebendige Innenstadt, sondern wir brauchen auch lebendige, gesellige Dorfkerne, die das Miteinander stärken und alle Generationen verbinden. Auch für die jungen Menschen brauchen wir Räume. Innenentwicklung ist nicht nur wichtig, um Flächen zu schonen, sondern auch, wir haben hier Brachen gehabt, wir haben Brachen mittlerweile in neuem Glanz. Schauen Sie sich den Kulturbahnhof an und das Stadtoval. Das waren auch mal Brachen. Und wenn wir jetzt noch den Steg an die Innenstadt anbinden, dann werden Innenstadt und Kultur voneinander profitieren. Und die Stärkung der Kultur ist zwingend notwendig. Kunst muss uns wieder etwas wert sein. Aber auch attraktive Freizeitmöglichkeiten vor Ort für Familien, für Studierende, für Arbeitskräfte. Dazu gehört Mountainbiken genauso wie ein natürlicher Freizeitbereich mit erlebbarem Wasser in den Dürrwiesen in Hofherrnwalde. Unser Verein und das Ehrenamt sind super wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb brauchen sie eine verlässliche finanzielle Unterstützung und gerade jetzt keine Kürzungen. Die Ehrenamtskarte soll durch interessante Angebote in Aalen noch attraktiver werden und ein starker Ehrenamtsvereinskoordinator soll unterstützen. Klimaschutz ist mir super wichtig, aber es gibt aber auch smarte Lösungen, um früh klimaneutral zu werden. Wir müssen unsere Natur, unsere Wälder schützen. Wir müssen auch bei allen Investitionen prüfen, ob diese zu den Klimazielen der Stadt Aalen passen.
Ich will mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, auf Augenhöhe und mit Bürgerbeteiligung dieses Jahrzehnt für Aalen gestalten. Und ich hätte nicht gedacht, dass 6 Minuten und 40 Sekunden so schnell rum sein können. Dankeschön. Danke. So, herzlichen Dank, Frau Rommel. Ja, das geht wirklich schnell, ne? Man denkt gar nicht, wie schnell es geht und schon ist es vorbei. Oh, Frau Rommel braucht noch Ihre Tasche. Also, Thomas kriegt das Mikro, Sie kriegen die Tasche. Scheint zu funktionieren. Wunderbar. So, das heißt, wir haben die Vorträge gehört und gehen in die Pause. Wir haben es ja vorhin von Wir haben jetzt ein richtiger Parfumset-Kit, also ja, so richtig auch doof. Sagen, ne? Die Themen, ja. Viele Themen waren fast ähnlich, ja. Viele waren doch sehr anders. Ja, oder manche aber Parfumset ist gut. Parfumset ja. Finde ich eine gute Betitelung, auch wegen dem Pferd nochmal. Ja, ja, genau. Das ist jetzt doof, ne? Du hast halt ein Pferd gehabt früher und deswegen ja, ich kenne mich mit Pferden total aus. Und da habe ich da gleich so angedockt. Jetzt gibt es nochmal 5 Minuten Umbaupause und dann kommt die Frage, die Sie ja eigentlich jetzt stellen möchten, vielleicht schon gestellt haben, und das machen wir hier vorne, aber beim Umbau und ansonsten verabschieden wir uns jetzt schon mal, weil nachher machen 2 andere weiter. Oh. Ja. Ja, so schade. Ist es. Also einen schönen Abend noch. Wunderbar, dass ihr gekommen seid, ihr Lieben.
hört man jetzt, jetzt hört man was. Das ist spannend, ein Wunderwerk der Technik. Man schiebt es in die Hosentaschen ein und nachher können wir dann alle verstanden hier. So, so ganz langsam, aber sicher, möchte ich die Damen und Herren Besucherinnen und die Kandidaten bitten, die jeweils für sie vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist bei den Kandidaten hier vorne dieses Podium, dieses improvisierte. Und es ist bei den Besucherinnen und Besucher hier unsere wunderbare Spätlounge an historischer Stätte. Da wir früher um diese Zeit Zeitung gepackt, wo wir sind, und wegfahren, wo wir sind. Erwin Hafner kennt es noch ganz gut. Da können wir jetzt gemütlich beieinander sein. Dankeschön, Thomas. So, wir haben jetzt uns hier nochmal an diesem wunderschönen Ort zusammengefunden, um gemeinsam den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn zu füllen. Die können uns ja viel erzählen. Wir wollen aber wissen, was tatsächlich Sache ist. Und da haben wir ein paar Fragen uns zusammengestellt, allerdings nicht Fragen, die sich jetzt die Redakteurinnen und Redakteure ausgedacht haben, sondern das sind Fragen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die uns die geschickt haben und wir wollen die beantworten und wir haben uns gesagt, Pechatschka, das ist immer so das Spiel mit der 20 und deswegen darf jeder auf jede Frage nicht 2 Minuten und 20, weil das ist viel zu lang, sondern 1 Minute und 10 reden, so haben wir gedacht, dass das reicht, ja, damit wir da oben ein bisschen halbwegs noch gemütlich gestalten können. Wir haben dann Fragen dabei, die... Hört man was nicht? Ne? Wer fällt noch? Frau Rummel fällt noch. Jesus Gott, also dann müssen wir das Ganze noch überbrücken. Wir können jetzt fröhliche Lieder zur Gitarre singen. Ich habe bloß meine Gitarre natürlich nicht dabei. Ich stelle trotzdem noch mal geschwind die Frage von mir. Frage bekommen, die an alle Kandidaten geht, aber wir haben auch Frage bekommen, die nur an manche Kandidaten hier am Plenum gehen. Wenn Sie sich jetzt nachher fragen, warum ist das so? Einfach, weil jemand ganz konkret vom Kandidat X wissen gewollt hat, warum warst du in Religion so schlecht? So, und dann diese Frage kann man halt nur individuell stellen. Wir haben hier ein Mikrofon dazu. Jeder von den Kandidatinnen und Kandidaten hat einen farbigen Puschel. Die hat jetzt teilweise was mit der politischen Konstellation zu tun, aber nur teilweise. Da darf man jetzt keine Rückschlüsse drauf ziehen. Ich würde einfach sagen, ich stelle sie nur mal ganz kurz vor, damit man wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist einmal in der Reihe, wie sie auf dem... Frederik Brüding, 37 Jahre alt, SPD-Mitglied und seit 2011 Bürgermeister in Heubach. Das ist der Markus Weidmann. Der steht jetzt in der Mitte hier, ist Stadtrat der AfD-Fraktion in Aalen und selbstständig. Dann haben wir den Matthias Müller, er ist Angestellter beim Gemeindevollzugsdienst, hat uns vorher erklärt, was man da so alles macht. Dann haben wir Stefan Schmidt, er ist Gastronom und bekannt als Kritiker der Corona-Regel, falls es jemand noch nicht gemerkt hat. Und dann haben wir noch die Katharin Rommel hier, sie ist 56 und CDU-Mitglied, sie ist Diplom-Kauffrau und als Kommunalberaterin unterwegs. Ich habe jetzt am Anfang einen kleinen Block mit Fragen an allen und damit es so gerecht zugeht, fangen wir an bei der ersten Frage, da tut erst der Herr Brüting, dann der Herr Weidmann, dann der Herr Müller, dann der Herr Schmidt und dann Frau Rommel antworten und dann machen wir es gerade umgekehrt. Dann ist Frau Rommel dran, der Herr Schmidt, Herr Müller, Weidmann und Herr Brüting. So, erste Frage, ich gebe dann immer das Mikrofon weiter und Sie regeln das dann vielleicht untereinander unter Wahrung der entsprechenden Corona-Verordnungen. Erste Frage ist Thema Finanzen. Herr Brüting, da wären Sie dran. Wo investieren, wo sparen, in welchen Bereichen soll künftig Gas gegeben werden und wo nicht mehr so sehr? 1 Minute und 10. Thomas Meile drückt aufs Ding und es geht los. Die Zeit läuft, Herr Brüting. Jetzt ist an. Ja, es ist eine ganz zentrale Frage für eine Kommune, weil man kann nur das ausgeben, was vorher erwirtschaftet worden ist. Da muss man im öffentlichen Dienst da immer mal wieder dran erinnern. Deswegen ist es wichtig, dass die Verwaltung verantwortlich mit den Kommunalfinanzen umgeht. Mir hilft da total, dass ich in Heubach in einer Stadt Bürgermeister werden durfte, die sehr schwache Kommunalfinanzen hatte. Wir waren hochverschuldet, wir hatten 1.300 Euro pro Kopf Verschuldung und haben es jetzt geschafft, in den 10 Jahren die Verschuldung zu halbieren. Wir schneiden jetzt Aalen, wir sind unter der Verschuldung von Aalen dieses Jahr
Und in der mittelfristigen Finanzplanung von Aalen geht es jetzt steil bergauf und das darf natürlich nicht passieren, damit man auch in der Zukunft noch Geld für Investitionen hat. Das heißt aber, man muss im Herbst auch die Großprojekte nochmal auf den Prüfstand stellen. Viel von diesen Planungen stammen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Wir haben jetzt aber andere Kommunalfinanzen und wir haben massiv gestiegene Baupreise. Das heißt, wir werden im Herbst nochmal einen Kassensturz machen müssen. Und ich habe gelernt, es ist sinnvoll, in den Bestand, der da ist, zu investieren und nicht immer alles neu zu bauen. Punktlandung, eine Sekunde wäre noch übrig gewesen. Der nächste wäre der Herr Weidmann. Nimmt Mikrofon und Bubbel. Wo investieren, wo sparen und wo soll man Gas geben und wo nicht so sehr. Herr Weidmann, die Zeit läuft. Ja. Also, ich kenne ja die Beschlusslage der Stadt ziemlich genau durch meine Tätigkeit als Stadtrat und da tickt noch einige Zeitbombe in dem Haushalt und wir müssen als allererstes einen Kassensturz machen, wo ganz klar nicht gespart worden darf. Das ist bei den Bestandsbauern, die müssen regelmäßig instand gesetzt werden, so damit da keine Staus entstehen. Und bei allem anderen, da muss man wirklich aufpassen. Die Beschlusslage, ich sehe da gewaltige Lücke auf uns zukommen. Was es genau sein wird, können wir erst nach dem Kassensturz sagen. Es ist leider Gottes so, dass viele von den Beschlüssen erst später wirksam werden, also 2022, 2023 und so weiter. Es ist so. Wir können es leider nicht ändern. Und ob man da einfach mal hergeht und sagt, ja, wir ändern die Beschlusslage, da wird man wahrscheinlich im Gemeinderat auf sehr viel Widerstand stoßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres geht. Großes Einsparpotenzial sehen wir bei der Verwaltung selber. Da sind die Kosten gewaltig explodiert. Und da denke ich mal, müssen wir irgendwann einmal den Rotstift ansetzen, weil das ist einfach zu viel. Wir sind, glaube ich, aktuell bei über 50 Millionen. Das ist definitiv zu viel. Und die Zeit ist vorbei. Vielen Dank, Herr Weidmann. Wir geben das Mikrofon weiter an den Herrn Müller. Wo investieren, wo sparen, in welchen Bereichen Gas geben und wo nicht so sehr? Sie ja, ich würde am liebsten Geld ausgeben, ich würde ja alles erneuern, aber es geht nicht. Wir müssen erstmal das Aalen wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich bin der Meinung, fangen wir mit den Radwegen an. Die Radwege für uns als Süddeutsche, würde ich mal sagen, jetzt langt's. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Seitenstraßen repariert werden, die darunter liegende Rohre sind dann bestimmt auch verletzt, die müssen jetzt erstmal gemacht werden, da würde ich investieren. Alles in Auftrag gegebene Projekte würde ich zu Ende führen, da würde ich gar keinen Rotstift ansetzen, auf keinen Fall. Und das führen wir zu Ende. Und die Digitalisierung, das kostet uns auch Geld, das müssen wir voranbringen. Und dann sind wir eigentlich ganz gut im Laufenden. Herr Müller spart sich 28 Sekunden auf für schlechte Zeiten. Mal gucken, wo man es braucht. Ja, genau. Gut, der Nächste im Ring wäre der Herr Schmidt. Herr Schmidt, wo investieren, wo sparen, wo Gas geben und wo nicht mehr so sehr? Ihre Zeit läuft. Ja, da ich ja eher der Überbringer der schlechten Nachrichten bin, wird es natürlich so sein, dass Herr Weidmann hat es schon gesagt, es einen großen Kassensturz geben wird und sehr viele Sachen auf den Prüfstand müssen. Alle eigentlich nicht, bis auf die, die man wirklich dringend braucht. Ich meine, Feuerwehr und solche Geschichten, das muss natürlich alles erhalten bleiben, die Wehrfähigkeit. Aber sämtliche Bauprojekte werden hundertprozentig auf den Prüfstand kommen. Auch bei der Verwaltung kann ich mich nur anschließen. Das kann ich angehen, dass sehr viele Arbeitsplätze in Aalen verloren gehen werden, aber die Verwaltung die gleiche Personalstärke behält. Auch da wird man sicherlich ansetzen müssen, um die Verwaltung zu straffen. Es muss nicht für jede Gelegenheit irgendjemand da sein, Ansprechpartner. Es ist auch immer mal ein bisschen Eigeninitiative angesagt von den Leuten. Und von daher sehe ich da großes Sparpotenzial. Auch Vereine werden darunter leiden, das ist ja jetzt schon angedeutet worden. Die Übungsleiterpauschale ist gesenkt worden. Da sieht man schon, in welche Richtung es gehen wird. Das hat jetzt sogar der scheidende OB Rentschler erkannt. Und von daher werden auch die Vereine ihren Teil dazu beitragen müssen, die Misere, auf die wir zusteuern. Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Das ist nichts, was von heute auf morgen überstanden ist. Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihren Beitrag. Die Zeit wäre um. So, dann Katharine Rummel, auch an Sie die Frage, wo investieren, wo sparen, in welchen Bereichen soll man künftig Gas geben und wo nicht so sehr. Ich schaue zum Herrn Meilen um, die Zeit läuft. Ja, auch wir werden auf alle Fälle als allererstes einen Kassensturz machen müssen und genau hinschauen, was ist geplant, was muss gemacht werden,
was kann man verschieben, was kann man nach hinten stellen. Und ich glaube, dass die 2020er Jahre nicht mehr die Jahre sein werden von neuen Großprojekten, sondern wir werden investieren müssen in die Köpfe, in die Bildung und schauen, wo können wir auch mit geringeren Finanzmitteln, mit einem großen Hebel viel bewegen. Und da sage ich zum Beispiel diese Übungsleiterpauschale, Ehrenamtvereine, Menschen, die jetzt wirklich, wir brauchen Menschen, die das jetzt wieder nach vorne bringen, und das ist nicht der Bereich, wo wir sparen sollten. Das heißt, wir werden alles auf den genau anschauen müssen, was geht nicht und was ist für das menschliche Miteinander besonders wichtig. Wir haben einfach Corona-Schaden bei jungen Menschen, bei älteren Menschen. Die ganze Gesellschaft hat sich verändert und das gilt es jetzt als erstes anzugehen. Was können wir tun? Die Zeit gut ausgenutzt, 3 Sekunden wäre noch übrig gewesen. Das Mikrofon bleibt jetzt bei der Frau Rommel. Wir drehen den Spieß jetzt um, sodass jeder ein bisschen Zeit hat, dem anderen auch zuzuhören und vielleicht auf ein Argument reagieren kann. Wir halten das für fair. Pfarrer ist schon angesprochen worden. Thema Mobilität interessiert uns. Eine Leserin hat uns gefragt, wie sehen die Kandidaten den Ausbau der Radinfrastruktur in Aalen? Wie kann Aalen Radfahrer freundlicher werden? 1 Minute und 10 Sekunden für Frau Rommel. Im Haushalt eingestellt sind ja für die nächsten 5 Jahre jeweils 2 Millionen für das Radwegenetz. Das heißt, mir fällt natürlich auch auf, dass es wie so eine Art Pop-up-Store, irgendwie man fährt mit dem Fahrrad und plötzlich ist man irgendwo mittendrin und es hört auf. Oder es ist zu wenig, die Radspuren sind zu schmal. Das heißt, was wir brauchen, ist aber auch eine gute Vernetzung mit allen anderen Mobilitätsarten. Das heißt, wenn ich mit der Bahn ankomme, fände ich es ganz toll, wenn mir eine App zeigen würde, wo ist die nächste Radstation, wo kann ich Rad leihen. Das heißt, da auch Smart City, die Gedanken, ordentliche Vernetzung verschiedener Mobilitätsarten, an Ring außenrum um die Innenstadt. Ich halte nichts davon, die Fußgängerzone, die ich brauche für Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so toll wegspringen können, wenn der Fahrradfahrer kommt, freizugeben. Das heißt, kein Radverkehr im Fußgängerweg, sondern außen einen Radring schaffen und ordentliche Wege schaffen, sowie eine super Vernetzung mit allen Mobilitätsarten. Auch wieder fast eine Punktlandung. Herr Schmidt, auch an Sie die Frage. Wie wichtig sehen Sie den Ausbau der Radinfrastruktur in Aalen? Wie kann Aalen radfahrerfreundlicher werden? Die Zeit läuft. Ja, also ich bin selber begeisterter Rennradfahrer ohne Motor. Und von daher ist das Thema natürlich, liegt mir am Herzen. Man muss aber natürlich auch ganz klar sehen, wir leben in einem Breitengraden, wo natürlich nicht das ganze Jahr über in großer Zahl Radfahrer unterwegs sein können. Das Wetter spielt nicht mit, so wie heute. Da wird sich der ein oder andere überlegen, wo er aufs Rad steigt. Also ich bin natürlich wirklich dafür, Radwegnetz zu erhalten, vielleicht auch in manchen Punkten noch zu erweitern. Aber grundsätzlich werden wir natürlich irgendwo an Grenzen stoßen, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, Radwege bis ins Unermessliche nur darauf zu setzen, weil ich weiß es vom Winterhalbjahr, da ist kein Mensch mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Es muss halt alles ins Verhältnis gesetzt werden. Grundsätzlich pro Ausbau in Maßen der Radwegnetze. Okay, hier wäre jetzt noch 24 Sekunden übrig gewesen, auch die können Sie sich aufsparen für schlechtere Zeiten. Der nächste wäre der Herr Müller. Wie sehen Sie die Radfahrinfrastruktur in Aalen? Wie kann Aalen Radfahrer freundlicher werden? Ja, wie kann Aalen Radfahrer freundlicher werden? Ich finde, da sind wir auf dem besten Wege und das auch in den letzten Jahren wirklich viel gemacht worden, wobei dann anderes vernachlässigt worden ist. Wo es noch besser werden kann, ist aufs Herzfeldenhof. Da haben wir echt nur Probleme mit Radwege. Das müssen wir besser ausbauen. Was lacht ihr? Fährt keiner hoch. Na, auf jeden Fall Pendelverkehr vom Bahnhof zu den einzelnen Industriegebieten und sowas finde ich eigentlich auch gut ausgebaut. Na, jetzt wollen wir dem Herrn Müller ein bisschen zuhauen, bitte. Finde ich eigentlich gut ausgebaut. Ich bin immer noch der Meinung,
das muss im Gleichgewicht standen. Ne? Der Autofahrer darf jetzt nicht total verdrängt werden. Ich denke, jetzt macht man echt mal langsam, wie ich es vorher schon sagte, jetzt sollten erstmal die Seitenstraßen gemacht werden, die darunter liegende Rohre. Es gibt ja auch nur Autofahrer, nicht nur Radfahrer. Ich bin kein Radfahrergegner, ganz gewiss nicht, ich fahre selber. Aber trotzdem, es muss im Verhältnis stehen. Danke. Dann das Mikrofon geht an den Herrn Weidmann und auch er, halt. Und auch er beantwortet uns die Frage, wie wichtig ihm die Radfahrinfrastruktur in Aalen ist und wie Aalen radfahrerfreundlicher werden kann. Die Zeit läuft. Okay, also generell, es ist bereits eine Beschlusslage da zum Ausbau des Radwegenetzes. Ich habe sogar mehr Geld im Kopf, als die Frau Rommel genannt hat. Hat mir aber jetzt ein bisschen verunsichert, die Frau Rommel. Ich meine, es war deutlich mehr. Die Hauptfrage, die sich dabei stellt, ist, wie weit kommt mir mit dem Geld? Ich hege die Befürchtung, dass der geplante Ausbau, so wie er in den Akten steht, nicht stattfindet, weil das Geld einfach nicht ausreichen wird, diese ganzen Kilometer zu bauen. Jetzt muss man erst mal gucken, wie weit man damit kommt, mit dem Budget, das wir haben, und dann schauen wir weiter. Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Wichtig wäre, dass man entsprechende Schwerpunktsetzung macht. Wir haben da zwar Statistiken geliefert gekriegt, wer wo fährt, wann, wie, wo, was und wie viele Räder da unterwegs sind. Aber wenn ich da vorbeifahre, ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich den Statistiken trauen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich ziehe einen Teil davon gewaltig in Zweifel. Ich glaube, dass hier Klientelpolitik gemacht wurde und wahrscheinlich immer noch gemacht wird. Und wir sollten hier darauf achten, dass es eben nicht nur Klientelpolitik ist, sondern dass wir das Radwegenetz kriegen, das dann hinterher auch tatsächlich vielen den Rad Dank das Fahren. Auch für diese Antwort. So, jetzt geht das Mikrofon zu Frederik Brüttinger und er sagt uns, was er vom Ausbau der Radinfrastruktur in Aalen hält und wie Aalen radfahrerfreundlicher werden kann. Die Zeit läuft. Ja, ich glaube, zunächst brauchen wir mal einen klaren Blick auf die Verkehrsinfrastruktur in Aalen und auf die Lage der Stadt. Natürlich ist auch mein Anliegen, den Radverkehr in der Stadt weiter auszubauen, aber es wird nach wie vor insbesondere in den Randlagen der Stadt notwendig sein, dass man das Auto nutzt. Ich komme aus Neresheim. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist, von A nach B zu kommen. Aber je mehr Radverkehr wir in der Innenstadt organisieren, desto einfacher wird es auch wieder mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Und da brauchen wir auch nicht neue Flächen mit Parkplätzen zubauen, sondern da schaffen wir durch den Radverkehr auch wieder Raum, der dann für diejenigen zur Verfügung steht, die unbedingt aufs Auto angewiesen sind. Ich würde darüber hinaus dringend die Radwege zu den anderen Gemeinden ausbauen, dass man eben auch aus Heubach und aus Bopfingen und aus Oberkochen besser nach Aalen kommt. Und dann bin ich der Überzeugung, dass es auch eine Radkultur in der Stadt braucht. Und da muss auch der Oberbürgermeister mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht mal seinen Dienstwagen stehen lassen und aufs Dienstfahrrad umsteigen. So, hier gibt es schon erste Jubelschreie. Das Mikrofon kann gleich bei Ihnen bleiben, Herr Brütting. Jetzt geht es ums Thema Vereine. Welche Möglichkeiten sehen die Kandidaten, mit denen die Stadt den Vereinen in den nächsten Jahren helfen kann, um die Auswirkungen der Corona-Lockdowns für die Vereine abzumildern? Das möchte ein Leser von Ihnen wissen. Und Sie haben 1:10. Die Zeit läuft. Also die Situation für alle, die in Vereinen Verantwortung übernehmen, ist im Moment sehr schwierig. In den letzten Monaten war das eine ganz besondere Aufgabe, alle diese Regeln wieder auf dem Schirm zu haben, die Dinge neu zu organisieren, Veranstaltungen abzusagen, wieder anzusetzen. Deswegen finde ich es wichtig, dass die Stadtverwaltung für diese Situation auch eine große Wertschätzung hat und dass auch alle, die Mitglieder sind in den Vereinen, ihren Vorständen und ihren Vereinen jetzt die Treue halten und ihnen auch diese Wertschätzung mal zum Ausdruck bringen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich finde es auch emotional ganz schwierig, dass jetzt die Stadtverwaltung an diese Übungsleiterpauschale rangeht. Bei diesem Riesenhaushalt der Stadt Aalen, sind diese 30.000 Euro wirklich ein unglaublich kleiner Beitrag zur Haushaltssituation. Aber man macht so viel bei der Emotion von denen kaputt, die in den Vereinen sind. Ich finde, das muss man zurücknehmen als Stadtverwaltung. Und der letzte Punkt ist, Vereine
sind jetzt nach dieser Corona-Pandemie extrem wichtig, um Menschen zusammenzubringen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Stadtverwaltung zum Beispiel ihre Hallen, ihre Säle im nächsten Jahr für Veranstaltungen von Vereinen auch kostenlos zur Verfügung steht, dass es wieder möglich ist, das Vereinsleben ins Laufen zu bringen und neue Einnahmen für die Vereine zu organisieren. Das Mikrofon geht an Herr Weidmann. Thema Vereine. Auch an der Herr Weidmann die Frage, wie kann die Stadt den Vereinen helfen, um die Auswirkungen der Corona-Lockdowns für die Vereine abzumildern? Die Zeit läuft. Ja, als allererstes wäre mal eine Rückkehr zur Normalität wichtig, sodass die Vereine ihre Arbeit wieder sauber aufnehmen können und ihre Feste feiern können und somit auch wieder Einnahmenquellen haben. Aber prinzipiell ist es so, ja, es ist eine Brache entstanden und ich finde, das sollte eine kurze Finanzspritze her, sodass die Vereine wieder auf die Beine kommen. Und das ist auch nicht so viel. Also ich glaube, dass der Haushalt das verträgt. Das kann man woanders gut wegstreichen. Ich weiß, für was die Gelder in der Regel so verwendet werden. Wenn die Finanzspritze da ist bei den Vereinen, dann wirkt sie schnell. Allerdings muss man darauf achten, dass wir nicht wieder in diese Inzidenzkiste reinkommen und wieder irgendwelche Lockdowns haben und wieder alles einstellen müssen. Wenn das der Fall sein wird, dann werden die Vereine irgendwann einmal dauerhaft am Tropf hängen. Und das wollen wir ja wohl alle nicht. Wir wollen ja, dass sie das selbstständig wieder erwirtschaften, so wie früher, und nicht mehr auf große Hilfen angewiesen sind. Im Jugendbereich sieht es ein bisschen anders aus. Da müssen wir dauerhaft erhöhen. Also das ist in meinen Augen Unding, dass das seit der Finanzkrise eingefroren ist. Das muss dringend angehoben werden. Und ich würde als OB auch alles dafür tun, dass diese Gelder frei werden. Da könnt ihr mein Wort drauf haben. Vielen Dank. Just in time geliefert an den Matthias Müller die Frage, welche Möglichkeit er als OB ausschöpfen möchte, damit die Stadt den Vereinen helfen kann, um die Auswirkungen der Corona-Lockdowns für Vereine abzumildern. Die Zeit läuft. Ja, selber bin ich auch Mitglied im Verein und zahle jetzt schon über ein Jahr Beitrag und kann nicht teilnehmen, aber den zahle ich gerne, einfach dafür, dass es den Verein morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr noch gibt und das will ich unterstützen, da möchte ich auch an jeden Vereinsmitglied appellieren, tretet nicht aus, unterstützt euren Verein, haltet einfach die Treue. Wie weit jetzt Geld zur Verfügung steht, vor allem kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich keinen Finanzüberblick, aber ich bin auch da in der Meinung, wie der Herr Brüding und wie der Herr Weidmann. Man muss Gelder losmachen, die Vereine damit unterstützen, nicht nur die Großen, sondern auch wirklich auch die Kleinen. Und wir müssen die Vereine die Möglichkeit geben, sich auch wieder zu präsentieren, auf Feste. Ja, und ich denke mal, dann sind wir auf dem besten Weg. Mehr gibt es eigentlich wirklich nicht viel dazu zu sagen. Okay, wieder 21 Sekunden ins Körbchen. Der nächste ist der Herr Schmidt, auch an ihn die Frage, was man tun kann, was die Stadt tun kann, um den Vereinen in den nächsten Jahren zu helfen, damit die Auswirkungen der Corona-Lockdowns für Vereine abgemildert werden. Die Zeit läuft. Ja, für die Vereine wird das natürlich, oder war das eine schwierige Zeit, aber sie haben natürlich eine gewisse Mitschuld auch natürlich dran. Ich glaube, ich habe mal jetzt gelesen, es sind 1 Million Leute oder Menschen aus Vereinen ausgetreten, jetzt in der Corona-Pandemie. Und von daher haben auch die Vereine natürlich eine gewisse Verantwortung, weil sie, wie gesagt, ich stehe hier, habe eine andere Meinung zu der ganzen Geschichte, alles bedingungslos mitgegangen sind, alle Maßnahmen. Und von daher ist da natürlich auch eine Eigeninitiative von den Vereinen gefragt. Und grundsätzlich werden alle ihren Teil dazu beitragen müssen, auch die Vereine. Ich werde niemandem hier irgendwas versprechen, dass hier irgendwelche weiteren zusätzlichen Forderungen stattfinden, auch wenn da einige mit dem Kopf schütteln. Das macht überhaupt nichts. Ja, das ist so. Und von daher, ich bin überhaupt nicht gegen Vereine. Ich finde das eine tolle Geschichte. Ich war selber in vielen Vereinen. Aber wie gesagt, es muss alles finanzierbar sein. Und ich muss da dem Herrn Brüding ganz vehement natürlich widersprechen als Gastronom, wenn natürlich die Vereine im extremen Maße in Hallen Veranstaltungen machen und damit in direkter Konkurrenz zur Gastronomie treten. Finde ich das nicht richtig. Alles in Maßen. So, die Zeit wäre rum, Herr Schmidt, vielen Dank. Ich möchte schön ans Publikum den Appell richten. Ich finde, es ist ein guter Brauch in der Demokratie, dass man sich zuhört und dass man jemand, der hier das Wort ergreift, aussprechen lässt. Auch wenn es einem selber nicht so gefällt. Applaus
Frau Rommel, auch an Sie die Frage, wie wichtig sehen Sie, welche Möglichkeiten sehen Sie als Oberbürgermeisterinnen, wie kann die Stadt den Vereinen wieder auf die Beine helfen, um die Auswirkungen der Corona-Lockdowns abzumildern? Die Zeit läuft. Sie haben gerade von Zuhören gesprochen. Ich habe auf der Zuhörtour mit vielen Vereinen und Ehrenämtern gesprochen. Das heißt, da ist natürlich die Angst groß, dass nach der Öffnung vielleicht nicht mehr alle 100% Mitglieder dabei sind, aktiv sind. Viele haben auch Angst, dass Übungsleiter nicht mehr zurückkommen. Deswegen ist das Signal der Stadt mit der Kürzung der Übungsleiterpauschale genau das Falsche. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Das eine ist, dass man einen Ehrenamts- oder Vereinskoordinator braucht, der Vereine unterstützt. Es gibt Vereine, die haben selber eine große Geschäftsstelle, die brauchen das weniger. Aber ich weiß selber als Vorstand, also ich war auch in einem Verein Vorstand, wie schwierig das ist, eine Mitgliederverwaltung und eine Finanzierung immer zu gewährleisten, Datenschutzgesetze und auch die Fördertöpfe, die es gibt, im Auge zu behalten. Das nächste ist eine stabile Finanzierung seitens der Stadt. Und das dritte ist eine Ehrenamtskarte des Landes als eine Art Zeichen der Wertschätzung mit attraktiven Angeboten von uns, von der Stadtseite her aufzuladen. Das ist im Prinzip auch die Sache, die ich vorhin erwähnt habe. Welche Hebel haben wir? Halt, Frau Rommel, ich habe... Ich bin völlig mitgegangen und habe vergessen zu sagen, dass die Zeit rum ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt der Herr Müller von seinen 20 Sekunden ein paar ab. Und ich hoffe, die anderen sehen jetzt nach. Wenn ich geschwind nicht aufpasst. Ich hoffe, Sie sehen es. Sie dürfen es behalten, Sie sind gerade so im Flow drinnen. Das wollen wir ausnutzen. Die nächste Frage, da geht es wieder um Corona. Wie möchten Sie die durch die Corona-Pandemie verunsicherte, ja gespaltene Gesellschaft wieder versöhnen? Das ist eine sehr gute Frage. Versöhnung erreiche ich normalerweise, indem ich zu Menschen gehe, mit Menschen spreche, Menschen wahrnehme in ihren Befindlichkeiten, in ihren Problemen, in ihren Ängsten. Und ich denke, da müssen wir auch seitens der Stadt schauen, wer ist auf der Strecke geblieben, wie kommen wir an die Leute ran. Also ich war bei verschiedenen Organisationen wie DRK, Caritas, also wir haben vielfältige Probleme und die werden wir angehen müssen, weil wir brauchen die Stadtgesellschaft wieder, also die Gemeinschaft zu stärken, die zusammenzuführen. Das ist Aufgabe der Stadt in meinen Augen. Stadt muss ein Kümmerer sein. Und welche Einzelmaßnahmen müssen wir uns dann ab Oktober anschauen? Jetzt habe ich ein paar Sekunden gut gemacht. Jetzt ist schon da. Summe, stimmt, denke ich. Vielleicht sind Sie sogar noch mal gut, müssen wir nachrechnen. Gut, Herr Schmidt. Herr Schmidt, wie möchten Sie die durch die Corona-Pandemie verunsicherte, ja gespaltene Gesellschaft wieder versöhnen? Ja, das ist die richtige Frage natürlich für mich, weil die Bevölkerung ist extrem gespalten. Es geht ja mittlerweile durch Familien, diese Spaltung, die einen sind für diese Maßnahmen, die anderen sind dagegen. Ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt, mit vielen Leuten, denen ich spreche. Es ist immer das gleiche Problem. Man kommt teilweise mit Argumenten nicht mehr weiter. Es ist aber auch eine verloren gegangene Diskussionskultur, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, zuzuhören, einfach mal auch andere Argumente sich anzuhören. Man muss ja nicht diese Argumente für richtig empfinden oder hundertprozentig dafür sein, aber man kann sich alles anhören. So frei sollte jeder sein, sich alle anderen Meinungen auch anzuhören, auch wenn es nicht die eigene ist. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, und das wird natürlich die Aufgabe des Oberbürgermeisters hier in Aalen sein, da anzusetzen, zu vermitteln, um diese Gräben, die einfach jetzt in der Corona-Pandemie gemacht wurden, dass die einfach wieder nach und nach zugeschüttet werden. Dafür ist natürlich ganz wichtig Aufklärung, dass wir einfach mal objektive Zahlen, objektive Meinungen, nicht nur den Einheitsbrei serviert bekommen. Und von daher, das ist der Ansatz für den Oberbürgermeister, da hat er viel zu tun. Dankeschön. So, dann der nächste in der Runde wäre der Herr Müller. Herr Müller, wie möchten Sie die durch die Corona-Pandemie verunsicherte, ja gespaltene Gesellschaft wieder versöhnen? Ich kriege das tatsächlich durch meinen Job wirklich hautnah mit.
wo sich beste Kumpels als Nachbarn sich verstreiten weg, sowas, wo sie sich verpetzen, weil zu viele Leute in den Räumlichkeiten sind oder in der Gastronomie, weil da die Bedienung halb unten mit der Maske bedient oder sowas. Da wird dann das Ordnungsamt natürlich missbraucht und wir müssen der Sache nachgehen. Wir sind wirklich gespalten, wir sind wahrscheinlich vier geteilt und ich denke mal, da hilft jetzt nur eins, wir müssen wieder den Zusammenhalt bekommen, indem wir uns zeigen, indem ihr Menschen alle wieder rauskommt, indem ihr Angebote machen in der Stadt, Festle machen, die Vereine Festle machen, wir müssen wieder zusammenkommen, wir brauchen wieder eine Kultur, wir müssen uns wieder stärken und nach außen hin wieder stark zeigen, ich sag's mal wie in den 80er, da war allen stark, da war allen groß, die Zeiten müssen wir wieder erreichen und da muss man auch ein bisschen, ja, neutral denken und sagen, okay, es geht mir nichts an, wenn der mit der halben Maske runtergeht oder weil der jetzt einen Kaffee mehr verdient oder sowas. Da muss man einfach flicken. Ich denke, das kriegt man mit Festle hin, ordentlich Festle machen und dann die Leute rausholen und dann passt es. Matthias Müller, vielen Dank. Festle sind, glaube ich, immer gut. Da hilft mir ein großer Konsens in der Reihe. Herr Weidmann, wie möchtet Sie, die durch die Corona-Pandemie verunsicherte, ja gespaltene Gesellschaft, wieder versöhnen? Die Zeit läuft. Okay, also Leute, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Die Spaltung durch Corona wird genauso sehen wie Corona selber. Das erledigt sich von der Leute. Die ganzen Theorien um die Sache herum werden verschwinden, wenn die Pandemie weg ist. Deswegen müssen wir zurück zur Normalität und zwar dringend. Ich mache mir mehr Sorge um die ganzen Sauereien, die unter Corona gelaufen sind, wenn wir die aufarbeiten müssen. An die Betrügereien bei den Höfen, Kurzarbeitbetrügereien und weiß der Schinderhannes. Da wird eine weitere Welle auf uns zurollen, wenn das aufgearbeitet wird. Und die wird schlimmer sein als die paar Theorien, die jetzt über Corona herumgeistern. Ganz ehrlich, ich denke, dass das Thema bald erledigt ist, wenn die Pandemie weg ist. Und da müssen wir uns keine große Sorge machen. Die Strukturen um uns zu einen, die haben wir. Ja, das sind unsere Vereine, unsere Jugendarbeit, die Schulen. Und wenn das alles normal läuft, dann sind auch die ganzen Theorien wieder weg. Danke. Dankeschön, Herr Weidmann. Letzter in dieser Fragerunde ist der Frederik Brütting. Herr Brütting, wie möchten Sie die durch die Corona-Pandemie verunsicherte, ja, gespaltene Gesellschaft wieder versöhnen? Ich schaue zum Thomas Meile, die Zeit läuft. Also, ich glaube zunächst brauchen wir auch heute Abend noch mal einen klaren Blick auf das, was passiert ist. Wir hatten es mit einer weltweiten Pandemie zu tun, die jetzt hoffentlich auch bald zu Ende geht. Mit einem schlimmen, gefährlichen, für 400 Menschen auf der Ostalb tödlichen Virus. Und unsere Regierung und auch die Kommunalverwaltungen haben Maßnahmen ergriffen. Die waren nicht perfekt. Auch wir machen Fehler. Aber wir haben dadurch in Deutschland und auch in Aalen und auf der Ostalb viele Menschenleben gerettet. Wir haben viele Menschen davor bewahrt, dass sie lang an ihrer Gesundheit geschädigt sind. Und ich finde, das muss man auch an so einem Abend nochmal klar machen, was in den letzten Monaten hier in diesem Land passiert ist, meine Damen und Herren. Natürlich ist die Kritik an diesen Maßnahmen einfach, aber Verantwortung ist sehr viel schwerer. Und ich finde, als Oberbürgermeister und als Bürgermeister und wer Verantwortung trägt, muss auch an dieser Stelle Orientierung geben. Und dann wird es natürlich auch nicht so sein, dass die Kommunalverwaltung alleine den Zusammenhalt in der Stadtverwaltung mit ein paar Festle organisieren kann, sondern da sind wir alle aufgerufen, jetzt was dafür zu tun, dass wir zueinander finden, dass wir den sozialen Zusammenhalt in der Stadt organisieren und dass wir auch wieder die Beziehungen aufbauen, die in den letzten Monaten leider nicht möglich waren. Dazu rufe ich Sie alle auf. Und die Zeit ist aus. Allerinnen und Allen. So, jetzt kommt ein paar Fragen an Kandidaten, die direkt an diese gestellt sind. Da geht jetzt das Mikrofon zunächst an die Katharin Rommel. Ich schaue zum Thomas Meilenum. Leserinnen möchten und Leser möchten wissen, Frau Rommel, was würden Sie gegen den Trend des Online-Shoppings unternehmen, um unseren Einzelhandel vor Ort zu unterstützen? Und die Zeit läuft.
Online-Shopping, also hat durch die Pandemie natürlich, sage ich mal, der letzte Kunde, die letzte Kundin auch begriffen, wie das geht. Wir brauchen nicht zusätzlich noch dann die grüne Wiese daneben. Das Problem ist, in dem Moment wird unsere Innenstadt völlig blank werden. Das heißt, genau darauf zu achten, was ist auf der grünen Wiese. Und dann müssen die Einzelhändler auch entsprechend durch die Beratung punkten. Und das kann man vermarkten, da kann man Konzepte machen. Der ACA ist ein sehr sagen wir mal, guter Verein, der viel bewirkt in Aalen. Die Innenstadtstärkung durch entsprechende Maßnahmen, ich möchte jetzt nicht das Wort Festle nochmal, aber es ist natürlich schon so, werden viele Aktionen finden statt. Man muss auch immer schauen, wie kann man eine entsprechende, welche Geschäfte fehlen, welche kann man noch anziehen. Es entwickeln sich auch immer wieder neue Sachen. Es gibt auch Shops, also E-Shops, das heißt zum Beispiel auch E-Gaming-Shops für junge Menschen. Oder dass man mal etwas macht, dass man ein Startup in die Innenstadt nimmt und einfach denen auch die Chance gibt. Vielen Dank für diese umfassende Antwort. So, dann haben wir auch eine zweite Frage, die geht jetzt an den Herrn Brütting. Dann müssten wir das Mikrofon wieder umgeben. Also in der nächsten Pandemie gucken wir, dass 5 Mikrofone da sind, wenn wir entsprechend viele Kandidaten haben. In der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen. So, dann Herr Brütting, von Ihnen möchte ein Leser wissen, Sie waren am 13.06., hat jemand gut aufpasst, auf der Kundgebung der BI unter Kochen zum geplanten Ausbau der Ebnader Steige mit Kreisel im Ortsbereich, sowie Umstufung der L1084 der Ebnader Steige zur B29A. Wie stehen Sie zu dieser Maßnahme und welche Lösungen würden Sie als OB verfolgen? Ja, also zunächst finde ich, dass es sich gehört, zu solchen Veranstaltungen auch von Bürgerinitiativen zu gehen, auch wenn sie kritische Themen ansprechen. So möchte ich das auch für den Fall meiner Wahl als Oberbürgermeister halten. Ich finde jetzt gerade in dem Fall die Kommunikation noch etwas schwierig. Der Ortschaftsrat hat ja gesagt, man soll nicht mehr weiter planen und dann hat die Stadtverwaltung gesagt, wir planen aber weiter. Ich denke, da muss man zu einer anderen Form des Dialogs an dieser Stelle zurückfinden. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, mein Eindruck ist, dass man jetzt B sagt, bevor man A sagt. Die Frage, wie man vom Herzfeld runterkommt oder aufs Herzfeld hoch, ist ja noch nicht geklärt. Es gibt verschiedene Trassenvarianten, aber man baut jetzt in der Ortsmitte von Unterkochen an diesem Kreisel. Und der steht ja möglicherweise einer anderen Lösung auch entgegen, die noch nicht geklärt ist. Also deswegen sollte man erstmal diese Trassenfindung abschließen und dann die Situation in Unterkochen entsprechend lösen und ausbauen. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte ist, dass man solche Konflikte auch zügig lösen muss. In Unterkochen feiert jetzt eine Bürgerinitiative das 10-jährige Jubiläum und es zieht natürlich viel Aufmerksamkeit an sich, die wir vielleicht an anderen Stellen in der Stadt auch noch bräuchten. Die Zeit ist um. So, dann ist nochmal die Frau Rommel gefragt. Oh, da möchte ich mal was Kritisches wissen. Frau Rommel, warum benötigen Sie die Unterstützung der Oberbürgermeister von Stuttgart, Tübingen und Schwäbisch Gmünd für Ihren Wahlkampf? Die Zeit läuft. Also es ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass bei Wahlkampfveranstaltungen Menschen aus anderen Regionen auch auftauchen. Da gibt es durchaus Beispiele zuhauf. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben gestern eine Menge Spaß gehabt. Das war eine sehr launige Veranstaltung. Der Boris Palmer kam mit dem Zug, hat sein Rad dabei gehabt, hat dann die letzten Kilometer mit dem Rad zu uns gefunden. Es kam eine halbe Stunde zu spät und ist dann in seiner Radfahrermontur dagestanden. Also es war eine sehr launige Veranstaltung, wir haben uns die Bälle hin und her geworfen, wir haben viel Spaß gehabt, aber ich konnte auch sehr profitieren von den Anregungen von 45 Jahren Oberbürgermeistererfahrung. So, und dann haben wir noch eine Einzelfrage, die geht jetzt wieder an der Herr Brütting. Nicht werfen, das Mikrofon, es ist unser letztes.
Wo ist er denn, der Kalle? Na, ich finde sie nicht. Jetzt, da sind sie wieder. Welcher aktuelle Zustand, Herr Brütting, in Aalen stört Sie persönlich am meisten und wie würden Sie diesen beseitigen? Die Zeit läuft. Naja, ich war jetzt viel in der Innenstadt und auf dem Markt samstagmorgens und was mich schon überrascht hat, ist, wie viel Müll dort rumliegt. Auch sonntagmorgens und an anderen Teilen der Stadt auch. Und ich möchte mich daran nicht gewöhnen, an diesen Anblick. Ich finde, eine Stadt soll auch ein Ort sein, in dem man sich wohlfühlt, wo es schön ist. Jetzt habe ich eine ähnliche Situation 2011 angetroffen. Das Erste, was wir dort gemacht haben, als ich Bürgermeister geworden bin in Heubach, ist, wir haben 12 Mülleimer aufgestellt. Ich glaube, das ist ein kleiner Beitrag, aber ist ja auch ein Signal dafür, dass man sich nicht damit abfindet, dass der Müll weggeworfen wird. Und dann wäre es auch notwendig, dass man Samstag und Sonntag noch intensiver die Stadt schöner macht, weil das ja auch die Tage sind, an denen viele Gäste nach Aalen kommen und denen auch Bürgerinnen und Bürger ihre Innenstadt genießen wollen. Also das wäre ein Punkt, den ich sehr schnell angehen möchte, damit die Innenstadt wieder zum Schaufenster dieser Stadt wird. So, und jetzt haben wir wieder eine Frage an alle. Da würden wir dann wieder anfangen mit der Frau Rommel. Und es geht um das Thema Familie. Kinder, Jugendliche und Familien gehören zu den Verlierern der Pandemie. Was konkret planen Sie, für diese Gruppe der Gesellschaft in Aalen besser zu machen als der amtierende Amtsinhaber, will die Leserin wissen. Also, was der amtierende Amtsinhaber da genau macht, kann ich nicht beurteilen oder was er vielleicht nicht gut genug gemacht hat. Ich bin jetzt seit 6 Wochen hier in Aalen unterwegs, arbeite mich ein Thema nach dem anderen, aber verzeihen Sie mir, dass ich da in der Tiefe nicht genau Bescheid weiß. Was Familien brauchen nach der Pandemie, ist, denke ich, in erster Linie mal eine Verlässlichkeit in der Kinderbetreuung. Also selbst bei mir waren plötzlich wieder 2 Kinder zu Hause neben Homeschooling und zusammenbrechender Infrastruktur und Homeoffice, Home-Universität und alles. Das heißt, eine Verlässlichkeit in der Kinderbetreuung, zuverlässige Kitas, Schulen, dass wir das wieder zum Laufen kriegen. Dann müssen wir ganz genau schauen, was brauchen unsere Kinder. Brauchen die eine kulturelle Unterstützung? Brauchen die auch eine Lernunterstützung? Was brauchen Eltern? Ich glaube, dass viele auch psychisch einfach angeschlagen sind. Und Frage, was können wir da tun? Das muss man sich genau anschauen. Da haben wir aber einen Wechsel. Das Mikrofon geht zum Stefan Schmidt. Und auch ihn fragen wir, Kinder, Jugendliche und Familie gehören zu den Verlierern der Pandemie. Was konkret planen Sie für diese Gruppe der Gesellschaft in Aalen besser zu machen? Die Zeit läuft. Ja, das ist eindeutig so. Die Familien sind die ganz großen Verlierer, wenn man das jetzt mal analysiert. Ganz viele haben natürlich ihre Kinder auch ganz bewusst aus der Schule genommen, weil sie einfach nicht mit den Maßnahmen zufrieden waren, ihre Kinder nicht mit Masken quälen wollten. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass man da auch einfach diesen die Möglichkeit gibt, ihre alten allgemeinen oder alternativen Schulsysteme auch zu fördern, dass es nicht nur die Schulsysteme gibt, die jetzt hier von der Stadt oder vom Land angesetzt werden, sondern auch, dass auch die diese Möglichkeit haben, in freier Entscheidung ihre Schulsysteme zu etablieren. Das geht nicht nur um Schulen, es geht auch um Kindergärten, weil, das ist ja, was da geschehen ist, es war wirklich eine Versündigung an einer ganzen Generation, dass man das einfach so gemacht hat, einfach hingenommen hat. Denen fehlt ja auch komplett der Lernstoff von mittlerweile 1,5 Jahren, was nie mehr aufzuholen ist. Die werden im Prinzip um 1 Jahr ihres Lebens betrogen oder 1,5 Jahre ihres Lebens betrogen. Und von daher, da muss man natürlich fördern und da auch ansetzen, aber auch die Familien, wie gesagt, ermuntern, dass sie einfach dann auch ihre Kinder, wenn sie das tun. Vielen Dank für diese Antwort, Herr Schmidt. Dann geben wir das Mikrofon weiter an Herrn Müller.
Kinder, Jugendliche und Familien gehören zu den Verlierern. Was konkret planen Sie für diese Gruppe der Gesellschaft in Aalen besser zu machen? Herr Müller, die Zeit läuft. Ja, was kann man besser machen? Ich denke mal, wir müssen für die Jugend wirklich und Kinder mehr Plätze schaffen, wo sie ihre Freiräume haben, wo sie sich ausprobieren können. Wir müssen vielleicht sogar mit Vereinen zusammenarbeiten, dass sie sich in Vereine messen können. Das Angebot muss einfach stehen, da müssen wir dahinter stehen. Ich denke auch, dass wir attraktivere Plätze, ich denke da mal, ich nehme mal ein Beispiel hier, unser Ostalp-Skilift, der liegt brach im Sommer. Ich habe da eigentlich mal gedacht, Mensch, macht mal eine Rodelbahn runter, irgend sowas. Man greift da nicht groß in der Natur ein, das wäre machbar, das wäre okay, das wäre was für die Familie, das wäre was für Kinder, für Jugendliche. Die brauchen einen Platz, wo sie sich sammeln können, wo sie sich finden können, wo sie ihre Shishas rauchen können, ohne dass wir vom Ordnungsamt kommen und sie verscheuchen. Das war immer eine Hasenjagd, das war nur eine Verlagerung, das ist nichts Schönes. Das war schon meiner Generation so, das war bei meinen Kindern ihrer Generation so und ist heute immer noch so. Und das ist schade, da müssen wir wirklich was machen, da müssen wir dahinter sein. Danke. Dankeschön, dann geht das Mikrofon an Herr Weidmann. Halt, andere Richtung. Ja. Kinder, Jugendliche und Familie gehören zu den Verlierern der Pandemie. Was konkret planen Sie für diese Gruppe der Gesellschaft in Aalen besser zu machen? Herr Weidmann, die Zeit läuft. Also die größte Pflichtaufgabe ist, glaube ich, die Lücke zu schließen, die im Bereich der Bildung entstanden ist. Und auch hier gilt es, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich glaube, dass Unterschiede da sind bei den Kindern, dass die Lücken unterschiedlich groß sind. Das muss man in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen entsprechend eruieren und dann entsprechende Fördermaßnahmen umsetzen. Das ist das Dringendste. Was jetzt bei den Familien selber stattgefunden hat, mit Homeschooling und den Dramen, die sich da abgespielt hat, das kenne ich alles. Und da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Also, die digitale Infrastruktur reicht im Bildungsbereich alleine nicht. Es müssen auch die entsprechenden Inhalte her und die haben wohl zumindest am Anfang deutlich gefehlt. Und da müssen wir dann auch gucken, dass die digitalen Inhalte auch schnell dort sind, dass wenn sowas nochmal kommt, dass wir besser darauf vorbereitet sind. Es ist leider Gottes auch so gewesen, dass die Familien, die in diesen Wohnblöcken wohnen, deutlich benachteiligt waren, weil die Kinder einfach keine Möglichkeit gehabt haben, in den Garten zu gehen. Bei uns war das anders. Und da sollte man sich auch mal Gedanken machen. Vielen Dank, Herr Weidmann. Gut. So, bei dieser vorletzten Frage ist der Letzte im Runde der Herr Brütting. Kinder, Jugendliche und Familien gehören zu den Verlierern der Pandemie. Was konkret planen Sie für diese Gruppe der Gesellschaft in Aalen besser zu machen? Die Zeit. Also die Analyse von meinen Vorrednern läuft noch nicht ganz, aber jetzt. Super, danke. Also der Herr Müller hat einen sehr klaren Blick auf die Situation von Jugendlichen in Aalen. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, weil er ja auch dafür verantwortlich ist, sie manchmal auch des Platzes zu verweisen. Und ich finde, Jugendliche, auch Kinder brauchen Räume, brauchen Orte und brauchen auch Plätze. Da geht es ihnen ja nicht anders als uns Erwachsenen, an denen man sich treffen kann. Und insbesondere bei Jugendlichen, wo man sich vielleicht auch mal abgrenzen kann von Kindern. Das heißt, Kinderspielplätze sind da nicht ausreichend. Wir haben deswegen in Heubach zum Beispiel einen Jugendpark organisiert, der speziell für Jugendliche ist, wo man skaten kann, in einer Chill-Oase sich aufhalten kann. Da gibt es einen Basketballplatz, da kommen jetzt gerade ein paar Aalener immer zu uns, weil die dort auf dem Platz in Aalen eben nicht spielen kann. Also da brauchen wir auch dringend ein Freizeitangebot, dass Jugendliche Aalen auch eine Stadt erleben, wo sie sein dürfen, damit diese positive Bindung entsteht und sie vielleicht gar nicht erst weggehen oder wieder zurückkommen nach dem Studium. Das ist auch wirklich ein harter Standortfaktor. Man darf das nicht unterschätzen. Die Erfahrungen, die ich als junger Mensch mit einer Stadt mache, die prägen einen für die Zukunft. Und darüber hinaus bin ich der Überzeugung, dass Jugendliche das oft selber am besten wissen, was sie brauchen. Deswegen braucht man in Aalen auch eine vernünftige Jugendvertretung, wo Jugendliche auch sich ernsthaft einbringen können in die Entwicklung. Vielen herzlichen Dank. So, dann kommen wir zu unserer letzten Fragerunde. Bislang haben wir nicht gesagt, von wem die Frage jeweils sind. Diesmal können wir es nicht verkneifen, weil die Frage ist von Erwin Hafner, ehemaliger Chefredakteur der Schwäpo. Er sei hiermit auch herzlich begrüßt noch. Applaus
Da fangen wir jetzt wieder, Herr Brütting, mit Ihnen an und hört mit der Frau Rommel auf. In Aalen gibt es über 800 Wohnungssuchende. Andererseits stehen in der Innenstadt hunderte Wohnungen leer. Oben Läden, unten Läden, oben tote Hose. Wie wollen Sie diesen Missstand anpacken? Die Zeit läuft. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Freundeskreis für Wohnsitzlose in Aalen und habe mich auch in den letzten Tagen wieder bei der Caritas informiert, wie es im Moment aussieht. Die Bestandsaufnahme ist nicht gut. Obdachlosigkeit hat zugenommen, insbesondere bei Frauen und bei jungen Menschen. Das ist auch leider ein Ergebnis der letzten Monate, das man sehr ernst nehmen muss. Über den Anstieg der Mieten haben wir vorher schon gesprochen und das alles führt dazu, dass es immer schwieriger wird, und zwar für alle Altersgruppen, guten Wohnraum in Aalen zu finden. Und gleichzeitig haben wir einen hohen Bestand an leerstehenden Wohnungen. Und das müssen wir zusammenbringen. Ich schlage da vor, das Modell der Wohnraumakquise zum Beispiel von Karlsruhe zu übernehmen. Die haben es geschafft, 500 Wohnungen zu organisieren. Die Stadt geht dazwischen, mietet diese Wohnungen an und gibt sie dann weiter. Und da sind dann doch viele Eigentümer auch bereit, wenn sie die Sicherheit haben von der Stadt, dass die Miete kommt, ihre Wohnungen wieder freizugeben. Und das Ziel ist nicht, diesen Wohnungsbestand immer größer werden zu lassen, sondern diese Mietverträge zu übergeben. Wir haben das in Heubach auch schon praktiziert und ich denke, das ist auch ein kurzfristiges Mittel, weil das Bauen, das wissen wir alle, das wird einfach einige Jahre in Anspruch nehmen. Vielen Dank für diese Punktlandung. Nächste ist der Herr Weidmann. Auch an ihn die Frage, in Aalen gibt es über 800 Wohnungssuchende, andererseits stehen in der Innenstadt hunderte Wohnungen leer, unten Läden, oben tote Hose. Wie wollen Sie diesen Missstand anpacken? Die Zeit läuft. Also die leerstehenden Wohnungen in der Innenstadt, das gibt einen klaren Grund, warum die leer stehen. Es gibt keine Parkplätze dort für die Leute, die dort wohnen. Ich bin mir sicher, dass es etliche Leute gibt, die in die Innenstadt ziehen würden, weil das eine attraktive Lage ist, die Kneipen und so weiter in der Nähe sind, das ganze Leben, aber die das nicht können, weil sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen. Ich bin der Meinung, dass diese Leerstände sich beseitigen, wenn wir entsprechende Parkmöglichkeiten anbieten, weil halt einfach die Leute auf das Auto mit angewiesen sind. Und wenn diese Wohnungen besetzt werden, werden woanders wieder Wohnungen frei. Und da gibt es die bekannten Sicker-Effekte, die werden auch dort stattfinden. Es wird auf jeden Fall zu einer deutlichen Entspannung beitragen, wenn wir die entsprechenden Parkmöglichkeiten in der Innenstadt anbieten können und dann die Wohnungen besetzt werden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Die nächste, das Mikrofon geht weiter an den Herrn Müller. In Aalen gibt es über 800 Wohnungssuchende. Andererseits stehen in der Innenstadt hunderte Wohnungen leer. Unten Läden, oben tote Hose. Wie wollen Sie diesen Missstand anpacken? Die Zeit läuft. So, ich denke erstmal, ich habe viele Wohnungen in der Innenstadt gesehen, die leer sind. Da würde auch ich nicht einziehen. Da würden viele von euch da nicht einziehen. Da muss man erstmal in den Vermieter, den Besitzer rangehen und muss die Wohnungen attraktiv machen. Man muss was dafür tun. Und selber weiß ich auch, es gibt, das nervt mich ein bisschen in Aalen, es gibt zu viele Poolhäuser, Poolwohnungen. Das heißt, da sind viele Handwerker in einer Wohnung drin, wo uns den Wohnraum wegnehmen. Da müsste man sich zusammensetzen, was ist möglich, dass man die wieder zu Wohnungen umwandelt für Familien und der Handwerker, egal wo er herkommt, ganz normal wie jeder andere auch, im Ibis-Hotel oder im Ramada-Hotel unterkommt. Das sind einige Wohnungen, wo dadurch benutzt werden, da könnte ich Ihnen gleich 10 sagen davon. Da müssen wir, glaube ich, erst mal rangehen. Das Mikrofon geht weiter zum Herrn Schmidt. In Aalen gibt es über 800 Wohnungssuchende, andererseits stehen in der Innenstadt hunderte Wohnungen leer. Unten Läden, oben tote Hose. Wie wollen Sie diesen Missstand anpacken? Die Zeit läuft. Ja, das ist natürlich auch eine Folge der verfehlten Politik, die seit Jahren betrieben wird. Es wird sehr teurer Wohnraum in tollen Lagen gebaut, gefördert, auch von der Stadt natürlich. Und diese Preise können sich natürlich nur die wenigsten Leute leisten, unseren teuren Wohnraum zu bezahlen. Das nächste Problem, was wir natürlich haben, ist die Häuser, die wir hier bauen. Wir bauen Häuser, wenn wir einziehen als junge Familie, wir gründen eine Familie, bauen ein Haus. Das ist riesig groß, bekommen ja noch Kinder irgendwann, die Kinder kommen irgendwann.
Dann irgendwann zieht das erste Kind nach 18 oder 20 Jahren aus, das zweite Kind zieht aus. Und wir haben jetzt, das ist nicht nur ein Aalener Problem, sondern auch bundesweit ein Problem, es leben sehr, sehr viele ältere Menschen, teilweise ist der Partner schon gestorben, auf sehr riesigem Wohnraum. Das muss man sich vorstellen, das sind wirklich unglaubliche Quadratmeterzahlen, was die ältere Bevölkerung erlebt. Teilweise sind das obere Stockwerke oder sowas, wird gar nicht mehr geheizt richtig, wird gar nicht mehr genutzt, weil es gar nicht mehr so gebaut ist, die ganzen Häuser. Und wie gesagt, den Ansatz müssen wir natürlich machen. Und es wird in den nächsten Jahren, das kann ich Ihnen versprechen, es wird sehr viel Wohnraum da frei werden. Und ich bin sehr sicher, dass da die Mittel sich extrem entspannen werden. Vielen Dank auch für dieses Statement. So, den letzten Beitrag an diesem Abend, den darf uns die Frau Rommel geben. In Aalen gibt es über 800 Wohnungssuchende, andererseits stehen in der Innenstadt hunderte Wohnungen leer. Unten Läden, oben tote Hose. Wie wollen Sie diesen Missstand anpacken? Die Zeit läuft. Das sind verschiedene Sachen. Einmal gibt es in Aalen in der Innenstadt geschätzte 200 bis 250 Dachausbauten. Wir brauchen seitens der Stadtverwaltung einen Kümmerer, der die Eigentümer anspricht und denen aufzeigt, wie kann ich einen Dachausbau machen, welche Fördermittel habe ich, wie kann ich die Anträge ausfüllen. Dann haben wir das Thema Generationentausch. Es gibt Menschen, die wollen in ihren Wohnungen drinbleiben. Denen möchte ich anbieten, eine Begleitung, wie baue ich um, altersgerecht. Oder aber zu sagen, Generationentausch, das wäre genau das Gleiche wie mit den Dachausbauten. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert, das zu unterstützen. Dann werden wir dringend den sozialen Wohnungsbau weiter ausbauen müssen, weil es kann nicht sein, dass diese Mietexplosion und viele Menschen finden hier keine Wohnungen, pendeln dafür von außerhalb rein und dadurch wird unsere Umwelt noch weiter geschädigt. Dann sage ich, keine Gewerbegebietzuzug mehr, kein Supermarkt ohne Wohnungen drüber. Tegut macht das bereits vor. Wir können auch durch Gewerbegebiete durchgehen und mal schauen, ob wir irgendwo noch Flächen finden, die vielleicht nachverdichtet werden können. Liebe Frau Rommel, das war's. Punktendung. So, ja, wir kommen zum Ende. Ein guter Tag vor allen, denke ich, war das heute. Liebe Frau Rommel, liebe Herren Brüting, Weidmann, Müller und Schmidt, Demokratie lebt vom fairen Austausch und vom konstruktiven Austausch, vom Wettbewerb um die besten Ideen und um die besten Köpfe. Wir haben heute viel gehört, viel gesehen. Danke, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg Ihnen allen. Ein Applaus für die Kandidatin, wäre sehr angebracht. Vielen Dank an Thomas, Otto und ich sage jetzt einfach Gerbert für dieses wunderbare Event, das Sie uns vorher geboten haben. Vielen Dank an die Barts. Für die hervorragende Bewirtung und die Braukunst. Und Ihnen alle, liebe Besucherinnen und Besucher, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Langen Sie noch geschwind zu, wenn es noch was gibt. Vielleicht haben Sie auch noch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wenn man gepflegter Kaltgetränk, jetzt fängt es halt regnen und bei guten Gesprächen und kommen Sie gut heim, ein gutes Nächtle. Applaus